18. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und es wird Zeit für ein Revierderby. Und wenn ich von einem Derby spreche, dann meine ich natürlich die Mutter aller Derbys. Borussia Dortmund trifft auf den FC Schalke 04. Und es ist das Debüt von Winterneuzugang Lucas Moura, der für eine Ablösesumme von 44,7 Millionen Euro aus Tottenham gekommen ist. Die Dortmunder sind sich ja da in der Offensive nicht ganz einig. Mario Götze zeitweise auf der 10 gesetzt. Dann ist es wieder Kai Havertz, der heute erneut auf der Bank Platz nehmen muss. Der Einzige, der da wirklich gesetzt ist, ist im Sturm Paco Alcácer. Und eben genannter Lucas Moura soll da die Offensive nochmal ein bisschen beleben. Die Schalker wie immer im 4-2-3-1. Einige überraschende Personalien auf dem Platz. Unter anderem ja ebenfalls Winterneuzugang. Juan Miranda auf der linken Verteidigerseite. Daniel Caligiuri wird heute ins Mittelfeld vorgezogen, um eben die Seite da ein bisschen dichter zu machen. Die beiden Mannschaften gehen aufs Feld. Dortmund stößt an von links nach rechts. Und Dortmund ist auch die Mannschaft, die direkt zu Anfang aktiver ist und die erste Möglichkeit hat. Das ist die 6. Minute und das ist Lucas Moura bei seinem Debüt, Lucas Moura. Aber Alex Nübel hat im Tor etwas gegen die Debütparty vom eben genannten Lucas, der hier die kurze Ecke anvisiert. Aber dann ist Alex Nübel da und kann den Ball erfolgreich ins Ausklatschen lassen. Dann mal die Schalker mit Weston McKennie. Das ist Juan Miranda, Joseph Martinez, Draxler. Da spielen sie sehr schnell. Generell die Kombi Draxler ist ja mit Martinez sehr gefürchtet. Dann ist es die erste Möglichkeit. 12 Minuten gespielt. Julian Draxler setzt den Ball, aber etwas über das Tor. Fehlpass McKennie und dann auf einmal Überzahl Dortmund und nicht nur ein bisschen Überzahl Dortmund. Das ist Alcácer. Alcácer will nicht abspielen, will es alleine machen und Alex Nübel hält einfach nur den Fuß hin. Schwach abgeschlossen vom Spanier. Der sollte aber noch eine Möglichkeit bekommen. Alcácer, diesmal spielt er ihn ab und das ist Lucas Moura und der wird gefällt von Ozan Kabak. Völlig unnötiges und dummes Einsteigen vom Türken mit der Nummer 4 und dann den absolut berechtigten Elfmeter für den BVB. Und das ist eine Sache für Neuzugang Lucas Moura. Moura tritt an, trifft 31. Spielminute. Perfektes Debüt für den teuren Winterneuzugang. 1:0 Borussia Dortmund und Lucas darf sich hier feiern lassen. Der Mann mit der Nummer 26 neu gekommen und er trifft direkt und zeigt, wie wichtig er für den BVB werden kann. Nübel im völlig falschen Eck hat sich da einfach falsch entschieden. Lucas bleibt ganz cool und schiebt den rechts unten rein. Sehr nah am Innenpfosten, der war wirklich perfekt geschossen. Die Frage ist natürlich, wie reagieren die Schalker? Müssen ja dranbleiben. Die Bayern haben im Fernduell vorgelegt. Das ist Delaney auf Lucas. Wir springen in die zweite Halbzeit. Lucas sehr aktiv, bringt den Ball rein. Da ist Julian Brandt. Aber Nübel mit der nächsten Parade. Und Wechsel bei beiden Mannschaften. Kai Havertz kam rein für Mario Götze. Die Schalker direkt mit einem Doppelwechsel. Benito Raman und Rabi Matondo sollten die Offensive beleben. Das ist aber erstmal Joseph Martinez. Und das ist Julian Draxler. Da ist McKennie, da ist Matondo. Und der hat das Auge und dann steht es 1-1. 67. Spielminute. Joseph Martinez muss einfach nur den Fuß hinhalten. Super Laufweg von Matondo und der hat die Übersicht. Und in der Mitte, natürlich, da steht er. Joseph Martinez führt die Torjägerliste ja zusammen mit Julian Draxler an. Und solche Tore sind für ihn ein leichtes. Julian Draxler nimmt da McKennie mit, der sieht Rabi Matondo. Und dann ist es einfach nur ein wunderbar herausgespielter Angriff der Schalker. Die Dortmunder jedoch zeigen sich unbeeindruckt vom Gegentor. Das ist Kai Havertz, bringt den Ball in die Mitte und dann Riesenparade von Alexander Nübel, der hier wirklich die Schalker das ein oder andere Mal im Spiel hielt. Die Schalker jetzt aber mit mehr Kontersituationen. Das hat ihnen im ersten Durchgang total gefehlt. 90. Minute, das ist nochmal Rabi Matondo. Rabi Matondo und Arid mit dem falschen Laufweg, Missverständnis. Und dann geht das Spiel 1:1 aus. Keine Gewinner im Revierderby. Digga, ich bin schon wieder auf 834, Alter. Was ist jetzt mit dem? Ja, geh ran jetzt, komm. Hallo? Ja, Ilas, moin. Du, wo warst du? Wir hatten gestern Derby. Du bist nicht gekommen. Was soll das geben? Also nur weil du teuer im Winter gekommen bist zu uns, heißt das nicht, dass du alles erlauben kannst. Er geht ja wohl mal gar nicht. Wo warst du? Ja, in Hoffenheim. Wie in Hoffenheim? Wo sonst? Ja, beim Derby. Hallo, gestern. Wir hätten gewinnen können. Wir hätten nicht gebraucht. Trainer, Sie wissen schon, dass ich erst nächsten Sommer bei Ihnen spiele. Was? Ja, ich habe für 2020 im Sommer unterschrieben. Weil... Nicht für jetzt im Winter. Ernsthaft jetzt?
Hat Ihnen mein Berater das nicht gesagt? Ich rufe gleich zurück, Sekunde. Ich habe das Kleingedruckte nicht gelesen. Wie kann man denn so dumm sein? Und damit ein herzliches Willkommen zur letzten Episode der FIFA 19 Karriere mit dem FC Schalke 04. Ja Jungs, ihr habt total krass abgerissen, unglaublicher Support auf den Folgen bisher. Das hier ist die letzte Episode, genießt es nochmal zusammen mit mir. Ich habe auf jeden Fall Bock und wünsche euch sehr, sehr viel Spaß. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, wie lange die Folge wird, aber die wird ein bisschen länger, also gönnt euch auf jeden Fall. Würde mich mega freuen, wenn ihr zum Abschluss hier nochmal einen Daumen da lasst. Ich sage jetzt auch keine Zahl oder so. Pusht euch einfach rein. Jedem, der die Serie gefallen hat, kann ihr sehr gerne einen Daumen da lassen. Das würde mich sehr freuen. Der hat Daumen gemacht, ist okay. So muss man erstmal machen können. Wir müssen jetzt aber erstmal Spieler verpflichten, denn ja, man sollte das Kleingedruckte lesen. Ilas Bibu hat nicht ganz so funktioniert. Offensiv bräuchten wir eigentlich auch noch eine Option. Da habe ich aber ehrlich gesagt noch nichts Passendes gefunden. Wen ich aber ganz gerne verpflichten würde, ist Kaan Ayhan. Denn in der Zentrale hapert bei uns ein bisschen. Der Frisch ist nicht mehr der Jüngste, hat nicht unbedingt viel Ausdauer. Und wir haben auf der 6er Position eigentlich aktuell nur zwei Spieler. Beziehungsweise generell in der Zentrale haben wir nur Mascarell, Serda und McKennie. Und Ayhan kann eben auch ZDM spielen. Deshalb gehen wir da mal rein. Ist ja auch ein Ex-Schalker, das heißt, es ist nicht ganz so unrealistisch, dass der kommt. Gab ja im Sommer auch das ein oder andere Gerücht. Hat ein 78er Rating, 10 Millionen gerade mal wert. Ich probiere da einfach mal reinzubieten. Mit Cedric Teuchert, den wollen wir ja noch loswerden. Vielleicht wollen sie den haben. Wollen sie nicht haben. Dann probieren wir es mit einer Transfersumme. 9 Millionen Euro ohne Weiterverkaufsgebühr. Sie wollen 11,3 und eine Weiterverkaufsgebühr. Okay. Machen wir ein Gegenangebot. 10 Millionen. Das ist absolut marktgerecht. Ist genau das, was aber erst sein soll. Sie wollen aber 11,5. Ja, ich will ja ein bisschen was rausholen hier. Komm, 10,5. 10,5 nehmen sie an. Let's go. Roy Hodgson. Der Trainer, Manager. Ihr wisst, wen ich meine. Sprachen lernen. Bubble. Der Bruder nimmt das Ganze an und damit können wir verhandeln. Rotation bieten wir Ayhan an. Er möchte aber ein wichtiger Bestandteil des Kaders sein. Ich weiß nicht, ob wir das erfüllen können, aber wir schauen mal. 5 Jahre Vertragslaufzeit will er haben. Okay, das ist auf jeden Fall krass. Freigabesumme möchte er auch nicht haben. Das ist ein Ehrenmann, Freunde. Ich sag's so häufig, aber die Spieler wollen zu uns kommen. Pass auf, ich werde jetzt hier auch ein Gegenangebot unterbreiten und er wird es direkt annehmen. So, Bonus kann weg. 35.000 Gehalt, was hast du gekriegt? 48. Wir machen 45, dann nimmst du an, oder? Sei mal ehrlich, nimmst du es an? Ehrenmann, Freunde. Absoluter Ehrenmann. Und damit haben wir unsere Verstärkung. Vielleicht machen wir auch noch was in der Offensive. Ich bin mir nicht sicher. Erstmal ein Transferangebot für Robert Roth. Den wollten wir noch loswerden. Für 1 Million wäre das, denke ich, mal in Ordnung. So, der gute Roth ist verkauft. Es gab mittlerweile schon 470 Millionen Euro, die ausgegeben sind. Am letzten Transfertag. Und ich kriege die ganze Zeit Transferangebote für Salif Sané. Ich will den nicht abgeben. Ich würde eigentlich ganz gerne Teuchert abgeben. Ja, Transferangebot. Benito Raman. Ja, wollen wir tauschen gegen Bibu oder was? Wird natürlich auch abgelehnt und damit sind wir durch. Im Januar wurden einfach nochmal am letzten Tag 715 Millionen Euro ausgegeben. Wir haben uns nochmal ganz gut verstärkt mit Kaan Ayhan. Der kann nämlich zwei Positionen spielen. Zwei Positionen, wo wir noch Bedarf haben. Damit bin ich sehr zufrieden. Und... Hä? Sieht man das? Und da ist er, Freunde. Franco Di Santo ist zurück beim FC Schalke 04. Wir haben den verlorenen Sohn nach Hause geholt. Und natürlich
habe ich offensiv nochmal was gemacht, Freunde. Er ist wieder da, Mann. Habt ihr gedacht, oder? Schalke 04 Karriere ohne Franco Di Santo. Und wisst ihr, es gibt keinen besseren Anlass, als wenn man unter Zugzwang steht, weil Bayern gewonnen hat und man jetzt zu Hause gegen Hamburg spielt. Männer, er ist da. Franco ist direkt auf der Bank. Ayan hat es noch nicht in den Kader geschafft. Und gnadet dir Gott, wenn der jetzt eingewechselt wird. Wenn der ein Tor macht, vergesse ich hier alles. So, wir gehen rein gegen Hamburg. 15 Minuten, nichts passiert. Raman mit dem 1:0, 16. Spielminute. Kann man schon mal Franco einwechseln? Ich sag's dir nur. 40 Minuten gespielt, bis jetzt noch nicht viel passiert. Moritz für Jung. Mascarell für Serdar. Raman mit dem 2:0, Kairo mit dem 2:1. Matondo für Arid. Bring Franco, Junge. Matondo angeschlagen. Martinez 3:1. Wir gewinnen das Spiel, aber die haben einfach Di Santo nicht eingewechselt. Aber wenn das nicht lächerlich ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Rabi Matondo ist zum Glück nur 7 Tage verletzt, hat eine Kniesehnenzerrung, wird uns aber auswärts beim Pokalschlager, beim FC Bayern München fehlen. Nächstes Training, ja, Schubert geht um einen hoch bei Flugparaden, sonst echt nicht so geil gewesen. Und dann geht's rein gegen die Bayern im Pokal. Der Außenseiter führt mit 2:2. DFB-Pokal, Viertelfinale, die Allianz Arena. Ganz in Rot beleuchtet. Der FC Bayern München trifft auf den FC Schalke 04. Das heißt, die Zeichen stehen auf absolutes Topspiel. Die beiden Mannschaften kämpfen ja aktuell um den ersten Tabellenplatz. Das erste Duell hat der FC Bayern München für sich gewinnen können. Nämlich der FC Bayern ganz knapp einen Punkt vor den Schalkern Herbstmeister geworden. Die Schalker sich im Winter nochmal verstärkt. Unter anderem Kai Ayhan ist ja für eine Ablösesumme von knapp 10 Millionen Euro aus Fortuna Düsseldorf gekommen. Feiert heute direkt sein Debüt. Die Bayern in folgender Startformation heute auf dem Platz. Ganz vorne drin Robert Lewandowski, der sich ja dieses Jahr tatsächlich zusammen mit Jan Fiete ab um seinen Stammplatz da vorne streiten muss. Auf den Flügeln Coman und Gnabry. Marcelo überraschenderweise heute auf der Rechtsverteidigerposition. Auf der linken Seite ersetzt Hernandez David Alaba. Die Schalker mit Pokalkeeper Schubert von Anfang an. Das heißt Benjamin Stamboli, der Vizekapitän heute mit der Binde um den Arm. Ansonsten Fafan auf der rechten Seite relativ überraschend von Anfang an in der Partie. Und die Bayern legen direkt los mit Lewandowski. Das ist Serge Gnabry. Erste Möglichkeit, 9 Minuten gespielt. Die Bayern zeigen direkt, dass sie es ernst meinen und sie dieses Viertelfinale überstehen wollen. Danach geht es ja schon im Halbfinale weiter. Man ist nicht mehr so weit von der Fahrt nach Berlin entfernt. Das ist Suat Serdar für die Schalker. Da ist Julian Draxler und der macht es. 13. Spielminute. Die Schalker führen 1:0. Goalgetter Julian Draxler. Für die Schalker erneut erfolgreich. Wieder aus der Distanz. Wieder platziert geschossen. Mit ganz viel Gefühl schlenzt er den Ball an seinen ehemaligen Teamkollegen Manuel Neuer vorbei. Und da kann er nichts machen. Neuer sieht im Kasten nicht gut aus, aber dann ist es auch einfach nur richtig gut gespielt von den Schalkern, insbesondere von Julian Draxler. Wir springen in die zweite Halbzeit. Die Bayern jetzt von rechts nach links und die Bayern kommen mit Thiago und über Serge Gnabry. Der bringt den Ball in die Mitte. Kenny kann zunächst aber klären und dann Umschaltbewegung. Die Schalker im Konter. Jefferson Fafan versucht es, kommt nicht vorbei. Und dann wieder die Münchner im Strafraum der Schalker. Sie sehen es, kurioserweise liegt Jonjo Kenny mit einer Verletzung. Der Ball kommt in die Mitte zu Serge Gnabry. Und geht dann aber erstmal ins Aus. Die Schalke haben sich da mächtig beschwert, weil die Bayern weitergespielt haben. Obwohl Kenny da verletzt lag. Und der nächste Spieler, der auf dem Boden liegt, ist Jefferson Fafan. Der wird hier vom eingewechselten Luis Alberto im Strafraum zum Fall gebracht. Und dann gibt es in der 60. Minute den Strafstoß, den verdienten Strafstoß. Denn das war ein ganz klares Foul für Schalke. Und der Gefaulte schießt selbst. Fafan rechts am Tor vorbei. Völlig unplatzierter Elfmeter. Die Schalke hatten den Matchball auf ihrer Seite und vergeben ihn kläglich. Fafan aus der Position sieht man nochmal ganz klar. Da hat einiges an Zentimetern, vielleicht sogar Metern gefehlt. Und was machen die Bayern? Die Bayern kommen über Kingsley Coman mit einer guten Flanke und dann Debütant Ayhan kriegt den Ball nicht weg. Ausgleich München, 65. Spielminute, Luis Alberto, gerade noch der tragische Held gewesen, gerade noch Fafan umgebolzt im eigenen 16er und jetzt taucht er vor Markus Schubert im gegnerischen 16er auf
und schiebt den Ball ganz cool, ganz entspannt unter die Latte. Schubert kann nichts machen. Aus knapp 7 Metern ist er einfach nicht zu halten. So 1-1. Beide Mannschaften spielten auf Sieg. Beide Mannschaften wollten das zweite Tor. Balleroberung Schalke. Benito Raman mittlerweile eingewechselt, sollte auf der rechten Seite für Jefferson Fafan wirbeln. Und Raman, der war fit, der war frisch. Und natürlich auch ein deutliches Stück schneller als Hernandez. Raman zieht in die Mitte. Raman bleibt am Ball. Da ist Martinez. Und dann ist es der Innenpfosten, der dem FC Schalke 04 zum 2-1 Führungstreffer hilft. Joseph Martinez leicht angeschlagen. Ja, schon in die Partie gegangen. Hielt sich das ein oder andere Mal den Oberschenkel. Aber er konnte weitermachen. Er machte weiter. Und er erzielte sein nächstes Tor für die Blau-Weißen. 79. Minute. Die Schalker führen auswärts in der Allianz Arena und sind kurz davor, ins Halbfinale des DFB-Pokals einzuziehen. Aber gerade einmal 2 Minuten später die Bayern mit Alberto. Das ist Thomas Partey. Der guckt, wo hat er Platz? Rechts ist Serge Gnabry, der geht vorbei an Kenny Gnabry. 2-2. 83 Minuten gespielt. Die Bayern sind direkt wieder zurück. Gnabry mit seinem Signature-Move, dem coolen Jubel, macht das 2-2, Ausgleichstreffer für die Bayern und die Schalker da hinten einfach völlig gepennt. Partey kann sich die Anspielstation aussuchen. Kenny rechts, der machte eine sehr, sehr unglückliche Begegnung am heutigen Tage und musste hier erneut gegen Serge Gnabry den Kürzeren ziehen. Ayan versucht dann noch das zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Und auch Schubert kann da nichts machen. Das heißt, wir gehen in die Verlängerung. Spannung pur in München, Spannung pur in der Allianz Arena. Die Münchner in der ersten Halbzeit, 30 Minuten werden nachgespielt natürlich von links nach rechts. Das ist Kingsley Coman, 103. Minute. Das ist Jan Fiete, ab Pfosten! Riesenchance für München, aber kein Tor. Und dann Schalke, 105. Minute. Benito Raman mit ganz viel Platz, bringt den Ball in die Mitte. Aber Manuel Neuer, der Ex-Schalker, kommt da noch dran. Und dann wieder die Bayern. Jan Fiete ab und Markus Schubert mit einer richtig guten Parade, 113. Minute, das ist Serge Gnabry gegen Philipp Max und er kriegt jetzt hier einen Krampf und dann wird's kurios, Ayan mit einem Riesenfehler und da ist Kingsley Coman, 3-2, 115. Spielminute und es ist Serge Gnabry, der mit einer Verletzung dieses Tor einleitet. Meine Damen und Herren, sowas habe ich noch nie gesehen. Kai Ayan war da irritiert, fällt über den verletzten Gnabry drüber und dann ist Coman ganz frei am zweiten Pfosten. Schubert spekuliert aufs lange Eck, Coman drescht ihn ins linke, ins kurze Eck und dann führen die Bayern mit 3-2. 5 Minuten für Schalke und Schalke nochmal mit Platz, 120. Nassim Bujelab gerade eingewechselt, links ist viel Platz, McKennie und das 3-3, 120. Spielminute. Die Schalker drehen dieses irre Spiel noch einmal auf den Kopf. Es heißt Elfmeterschießen. Weston McKennie, unglaublich. Die Schalker schienen geschlagen. Die Schalker schienen deutlich geschlagen. Aber sie kommen nochmal zurück. Die Santo leitet das Ganze ein. Bujelab bleibt ganz cool, behält den Kopf oben. Und dann ist es Weston McKennie. Und dann ging es ins Elfmeterschießen. Erster Elfmeter der Bayern übernimmt Kingsley Coman. Und er macht das ganz cool. Schubert ohne Chance. Raman, der erste Schütze für Schalke. Raman ebenfalls cool. Anderes Eck. Beide Torhüter bei den jeweiligen Elfern in der falschen Ecke. Tolisso. Tolisso tritt an und Tolisso macht das ganz cool. Lupfer über Schubert, der hat auf die linke Ecke spekuliert. Bujelab, der junge Schalker, auch in die Mitte. Beide Mannschaften bis jetzt sehr treffsicher. 4 Elfmeter geschossen. Ex-Schalker Leon Goretzka kurz vor dem Ende quasi fürs Elfmeterschießen eingewechselt. Goretzka hält dem Druck nicht stand. Haut ihn an den linken Innenpfosten. Vorteil für Schalke. Weston McKennie hat in der 120. getroffen, trifft im Elfmeterschießen. Und jetzt wurde es ganz tragisch. Goretzka, der Ex-Schalker, verschoss und die Schalker mit dem Matchball. Aber erstmal Marcelo, der einen sehr wichtigen Elfmeter für Schalke verwandelte. Dann Jonjo Kenny, der machte eine wirklich sehr schwache Partie. Jonjo Kenny gegen Neuer auch in die Mitte. Bayern musste jetzt treffen. Jan Fiete ab gegen Schubert. Die beiden U21-Nationalspieler ab. Wichtiges Tor. Und dann Matchball Schalke. Franco Di Santo. Wenn er den macht, ist Schalke im Halbfinale des DFB-Pokals. Auftritt Franco Di Santo. Lupft ihn in die Arme von Manuel Neuer.
Der wusste, was ihn da erwartet. Und dann die Bayern mit Luis Alberto 5-4. Er macht's in die Mitte und auf einmal muss Schalke ausgleichen. Und dann Suat Serdar. Ganz viel Druck auf seinen Schultern. Suat Serdar schießt ebenfalls in die Mitte. Und dann war's amtlich. Der FC Bayern München steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Schalker versagen kläglich im Elfmeterschießen. Nachdem sie 2 Matchbälle hatten, können sowohl Di Santo als auch Serdar das Ding nicht nach Hause bringen. Bayern eine Runde weiter, Schalke raus. Der Außenseiter führt mit 2-2. Macht das klasse! Mann, ist das für Pokalschlag. Sandhausen schlägt den VfB Stuttgart. Die Situation ist perfekt. Das ist ja riesig. 1-0 für Vestenbergs Kreuz. Und es gibt die Verlängerung. Pokal, wie wir ihn lieben. Das ist das, was mich ärgert. Von Anfang an der Saison geht das nur los. Das nervt mich einfach, weil das ist respektlos. Das ging ja schon vor der Saison los. Der hier Ober, der ist schlecht, der ist zu teuer. Jetzt werden irgendwelche Torhüter ins Spiel gebracht. Franco Di Santo kommt hier an, fragt, kann ich noch mittrainieren, Trainer? Da lag ich mich doch tot, was hier für eine Scheiße passiert. Das ist eine absolute Frechheit, was auch dann meinen Spielern entgegengebracht wird. So ein Verfand und ein Kalituri, die sind ja gar nicht mehr hier nächstes Jahr. Die sind ja gar nicht mehr hier. Aber die sollen jetzt auf einmal die Kohlen aus dem Feuer holen, oder was? Und 8 andere auf dem Feld auch noch. Dann lache ich mir doch den Arsch ab. Die sollen hier für was gehen. Und das ist das, was mich so ärgert. Das ärgert mich, dass wir aktuell sowohl im Meisterschaftsrennen als auch jetzt natürlich im Pokal nicht gut dastehen, das wissen wir. Aber dass nicht mal einer hier hingeht und sagt, ey, geile Kiste, dass wir international noch spielen. Gruppenphase rausgeflogen, bitte noch ein bisschen gut aus der Affäre gezogen. Aber nein, es geht immer nur negativ gegen meine Mannschaft. Wenn man immer nur was Schlechtes sehen will, dann sieht man auch nur was Schlechtes. Wenn man vielleicht auch mal die andere Seite sehen will, dann sieht man vielleicht auch mal was anderes. Wir sollen jetzt in der Bundesliga ein Feuerwerk abreißen, ja, wo aber im Vorhinein schon wieder die ganze Mannschaft kritisiert wird, weil da ja 8 Spieler sind, die gar keine Rolle mehr spielen. Da lasse ich mir noch einen Arsch ab, echt. Und das genau ist das, was mich ärgert. Wir brauchen uns hier nicht jedes Mal hinsetzen und fragen, ob ein Draxler am Wochenende spielt, ob wir eine Spitze spielen, ob wir 2 Spitzen spielen. Das ist doch alles bla 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 ist das doch. Das ist alles bla bla bla. Da lache ich mir noch einen Arsch ab. Ob ein Raman links, rechts spielt, ob der ein Fehleinkauf war oder nicht. Das ist doch alles bla 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 ist das. Alles bla bla bla. Und das ist einfach das, was mich aufregt. Ich hab wirklich Respekt vor jedem, aber das ist... Freunde, was soll ich euch erzählen? Diese Karriere ist einfach eine Achterbahn der Gefühle. Wir fliegen im DFB-Pokal raus. Ganz geil erzählen, wie Di Santo lupft einen Elfmeter in die Mitte, der Torwart hält. Suat Serdar. Digga, wenn du das siehst, Alter, why? Er schießt ihn einfach in die Mitte. Dazu ist Jonjo Kenny auch noch 2 Monate verletzt, hat sich ein Zeh gebrochen. Und unser Top-Stürmer, Joseph Martinez, ist ebenfalls verletzt. 3 Wochen lang hat ein verstauftes Knie. Für uns geht aber erstmal der Liga-Alltag weiter. Und ich bin ganz ehrlich, ich bleibe lieber in der Liga bei den Bayern dran, um irgendwie weiterhin im Meisterschaftskampf drin zu sein, als im DFB-Pokal. DFB-Pokal, bin ich ehrlich? Also hoffen wir, dass wir auswärts in Union Berlin gewinnen und da den 1 Punkt Abstand zu Bayern München erstmal behalten. Einfacher wird das Ganze ohne unseren Stürmer Martinez auf jeden Fall nicht. Martinez Draxler, das ist ja unsere Lebensversicherung. Ihr seht das hier, die haben in 20 Spielen 26 Tore für uns gemacht. Aber auch der gute Benito Raman ist mittlerweile mit am Start. 8 Tore hat er schon für uns erzielt. Heute wird auf jeden Fall Martinez der gute Waldschmidt ersetzen. Wir gehen rein in die Partie. Union zuletzt 4-1 in Köln verloren und ich hoffe einfach, dass wir hier gewinnen und dranbleiben. Luke Bacchio, nicht treffen, Dankeschön. Waldschmidt, der Ersatzmann mit dem 1-0. Let's fucking go. Kenny mit, McKenny mit Gelb. Komm schon, Hartl mit dem Ausgleich. Waldschmidt angeschlagen, wollt ihr mich verarschen? Ey, ich brauche meine Stürmer. Ey, bitte mach einen an Tor, warum wechselt der den nicht aus? Warum wechseln wir nicht? Hallo? Das gibt's nicht. GG. Waldschmidt auch 2 Monate verletzt. Außenbandverletzung. Ja, geil. Chillig. Läuft richtig gut. McKenny auch noch gesperrt. Geil, aber immerhin Turnierpreisgeld. So, wenigstens geht im Training was. Schubert auf 77, Coutinho mit einem A. Coutinho und Di Santo sind jetzt tatsächlich aktuell unsere einzigen beiden Stürmer, weil alle anderen verkrüppelt sind. So, Europa League 16. Es ist Zeit für Franco Di Santos Startelf-Debüt. Auswärts
bei der AS Roma. Ein Unentschieden mit einem Tor wäre perfekt. Das wäre schon eine richtig gute Ausgangssituation fürs Rückspiel. Spinazzola mit dem 1:0. Nicht gut. Sané mit Gelb. 40 Minuten sind vorbei. Erste Halbzeit vorbei. Kommt schon. Irgendwie treffen. Raman mit dem 1:1. Let's go. Esposito für Draxler drin. Jetzt nicht noch einen kassieren. Bitte nicht noch einen kassieren. Komm schon. Let's go, Mann. Gute Ausgangssituation fürs Rückspiel, Mann. Es geht doch. So, Joseph Martinez ist auch schon wieder fit. Beziehungsweise kann jetzt wieder am Training teilnehmen. Ich werde ihn aber wohl erstmal noch schonen. Wir haben jetzt erstmal ein Heimspiel gegen Hoffenheim. Gegen den vierten. Das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Der Liga-Alltag geht weiter. Wir haben halt echt einen vollen Spielplan jetzt mit der Euroleague. Und wir müssen an Bayern dranbleiben, denn die haben schon wieder gewonnen. Selbst wenn wir gewinnen, sind wir immer noch 3 Punkte hinter denen. McKennie ist gesperrt. Und Martinez kann definitiv noch nicht spielen. Also es ist wirklich gut, dass wir so viele Spieler jetzt im Kader haben. Beziehungsweise uns auch in der Breite nochmal verbessert haben. Weil ihr seht das. Von der Ausdauer ist das gar nicht mehr so geil bei einigen Spielern. Und dann gehen wir rein gegen Hoffenheim. Zweiter gegen Vierter. Wir sind ein bisschen geschwächt. Martinez kann noch nicht spielen, deshalb Kutucu von Anfang an. Muss auch ein bisschen rotieren, eben für die Euroleague. Da müssen wir nämlich natürlich auch noch spielen jetzt direkt wieder unter der Woche. Mal gucken, was passiert. Die ersten 25 Minuten nicht zum dreckiger 1:0. Sieg! Caligiuri, Elfmeter! Ja, genau das! Nicht mehr und nicht weniger. Bebu übrigens nur auf der Bank, wechselt den mal bitte nicht ein. Auf Ehre. Boah, Bebu wird eingewechselt. Das wäre so dreckig, wenn er ein Tor macht. Das wäre so dreckig. Bitte bring das über die Zeit. Bitte. Ja, Männer, was soll ich euch sagen? Aktuell, so im Saisonendspurt, läuft irgendwie alles gegen uns. Kutucu 75, Esposito 79. Ey, es tut einfach nur weh, ne? Es tut wirklich einfach nur weh. Wir kriegen einen Nackenklatscher nach dem anderen. Und jetzt geht's gegen AS Rom in der Euroleague. Rückspiel in der Europa League. Der FC Schalke 04 trifft in der heimischen Veltins Arena auf die AS Roma. Die Schalker kamen ja nicht über den dritten Tabellenplatz in der Champions League Gruppe H hinaus. Inter Milan und Manchester City vor den Schalkern gewesen. Es war am Ende nur ein einziger Punkt, der gefehlt hat, um in der Champions League zu bleiben. So geht die Reise in die Europa League und die Reise geht weiter mit unter anderem Amin Arid, der endlich wieder fit ist, der Mannschaft heute wieder helfen soll und auch direkt in der Startformation steht. Die Roma aus Italien mit viel Vorschusslorbeeren in diese Begegnung gegangen, spielen ja eine überragende Saison, aber auch die Schalker natürlich auf dem zweiten Tabellenplatz aktuell sehr, sehr stark in Form. Es gibt einige Veränderungen, unter anderem Franco Di Santo in der Startelf, von dem Simon Broski ja wohl sehr, sehr viel hält. Den hat er ja zurückgeholt, hat sich vehement dafür eingesetzt und unter anderem natürlich Daniele Esposito, das italienische Wunderkind, nach seinem Länderspieldebüt vor ein paar Wochen natürlich jetzt auch in Italien eine ganz, ganz große Nummer. Bei der AS aus Rom treffen uns zwei alte Bekannte aus der Bundesliga und zwar Willi Orban und Kevin Trapp. Und Kevin Trapp, der war direkt gefragt, denn da ist Daniele Esposito, er legt sich den Ball ein bisschen zu weit vor und dann Franco Di Santo. 25 Minuten gespielt, springt unterm Ball herunter, nicht das 1:0 für Schalke, sondern für Rom. 5 Minuten später, Benedetto, der Mann mit der Nummer 9, Neuzugang der AS Roma, trifft zum 1:0. Wichtiger Auswärtstreffer für Rom. Und damit alles auf Null. Schalke braucht jetzt einen Treffer. Die hatten ja vor der Partie durch das Hinspiel in Rom, durch die Auswärtstorregel, einen leichten Vorteil. Sind mit gutem Ergebnis in dieses Rückspiel gegangen. Aber jetzt Rom direkt da. Ozan Kabak in der Mitte sieht überhaupt nicht gut aus. Und Benedetto vollendet für die Roma. Und dann Amin Arid versucht es mit ein paar Tricks. Dem hat man richtig die Spielfreude angesehen. War ja lange verletzt. Endlich wieder zurück auf dem Rasen. Und Arid sieht Ayhan und der hat eine Idee. Das ist Kai Ayhan und der lupft den Ball wunderbar in den Strafraum. Arid Di Santo 1:1. 51. Spielminute. Franco Di Santo lässt die Kritiker erneut verstummen. Von dem hält Simon Broski ja so, so große Stücke. Er hat sich so dafür eingesetzt, dass sie ihn nach 1,5 Jahren zurück in die Heimat, zurück nach Schalke, zurück nach Gelsenkirchen holen. Und er zahlt dieses Vertrauen hier zurück, kann den Ball an Trapp vorbei ins Tor unterbringen. Und der Mann mit der Nummer 39 zeigt, wie wichtig er für den FC Schalke 04 werden kann. Und Simon Broski natürlich glücklich, das war ein super gespieltes Tor, überragend. Aber dann erstmal wieder Rom, das ist De Rossi auf Cristante, der probiert es aus der Distanz. Aber Nübel, ganz cool, den lässt er nicht rein. Dann wieder Rom, das ist Correa mal aus der Distanz, Nübel, aber auch hier wachsam. Trotzdem hat man gemerkt, die Roma jetzt aktuell spielbestimmt. Und da muss Nübel wirklich mal hin und da muss Nübel nochmal hin. Doppelchance für Rom,
Schalke aktuell im Hintertreffen, denn die Roma machte das richtig, richtig gut. Vor allem nach Standardsituationen waren die Schalker sehr anfällig. Die Innenverteidigung mit Kabak und Sané nicht gut abgestimmt. Wir springen mittlerweile in die 90. Spielminute und die Schalker müssen hinten kämpfen. De Vrel, den ist richtig der Akku hinten raus ausgegangen. Stambouli kann klären, Verlängerung. Beide Mannschaften müssen nochmal eine halbe Stunde länger spielen. Und dann Stambouli, langer Ball, Martinez verarbeitet den super. Und dann Suat Serda, Franco Di Santo im Laufduell mit Willi Orban, kommt vorbei. Di Santo bringt den Ball in die Mitte, da ist Suat Serda und er trifft ihn perfekt. 103. Spielminute, die Schalker führen 2:1. Suat Serda mit einem absoluten Traumtor. Hatte diesen Angriff ja selbst eingeleitet, den Ball nach vorne getragen. Di Santo hat er auf die Reise geschickt. Der bedankt sich mit einer wunderbaren Flanke auf Suat Serda und der setzt den Ball trocken in den Winkel. Mit dem schwachen Fuß nimmt er den hier wirklich perfekt. Volley und dann 2:1 für die Schalker, die dann auf einmal fitter wirkten in der Verlängerung. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, wir zeigen Ihnen diese Szene ungeschnitten. Das ist nach dem Anstoß, nach dem 2:1 Führungstreffer der Schalker. Das ist De Vrel und die Schalker da ein bisschen passiv. De Vrel, dann zieht auf einmal Stambouli raus, dann ist es Benedetto und dann ist es der Doppelpack von Benedetto und das 2:2 und schön war es mit der Führung. Sie hat insgesamt eine Minute gehalten. Die Roma war wieder da und die Roma stand jetzt im Achtelfinale der Europa League durch die Auswärtstorregelung. Es steht aktuell nach Hin- und Rückspiel 3:3 und Nübel, der wusste, was machen denn da meine Vorderleute? Gerade noch geführt, gerade noch das Tor von Suat Serda gefeiert, was wirklich überragend gespielt war. Und dann wieder im Hintertreffen. Aber die Schalker mit Esposito, das ist ein super Pass auf Di Santo, Matondo. Tor, dachten sie alle. War es aber nicht. Abseits, wir gucken gleich nochmal drauf. Der Schiedsrichter hatte da recht, es war eine ganz knappe Situation. Franco Di Santo ein Stück zu früh gestartet. Und dann der Ball von Esposito. Leider vergebens gespielt, denn zu Recht wurde hier auf Abseits entschieden. Aber die Schalke nochmal mit Di Santo, mit Serda und Suat Serda. Der wird auf einmal zum Matchwinner. 111. Minute, Suat Serda mit dem Doppelpack. Und die Schalker wieder in Führung. Und die Schalker wieder auf Achtelfinalkurs in diesem absolut verrückten Fußballspiel. 3:2 Führung. Und das war richtig, richtig schön gespielt. Auch wenn die Schalker in diesem Spiel vor allem defensiv einige Mängel aufgewiesen haben. Offensiv haben sie wirklich ein absolutes Spektakel abgerissen. Mussten dann defensiv nochmal ein bisschen bangen. Mussten 3 Minuten noch über die Zeit gehen. Das ein oder andere Mal auch Gras fressen. Aber das taten sie. Sie taten es erfolgreich und kamen so ins Achtelfinale der Europa League. Oh je, Männer. Es geht drunter und drüber. Aber wir stehen im Achtelfinale der Europa League. Was ein Spiel, zu krass. Leider Amin Arid für 3 Wochen fällt er jetzt aus, hat sich eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Das heißt, der Kader ist weiter ein bisschen dezimiert worden. Aber gut, dass wir da weitergekommen sind, Freunde. Nachdem wir in der letzten Zeit wirklich viele Nackenklatscher hinnehmen mussten, war das mal wieder sehr, sehr schön. Kriegen auch Preisgeld dafür, 500.000 Euro. Mitnehmen, Freunde. Ist eine Lightning Round in FIFA 20. Wir spielen jetzt als nächstes gegen Gladbach und ihr seht es in der Startelf, ich muss ordentlich rotieren. Wir haben ja zum Glück Draxler geschont und Martinez auch schon ein bisschen früher rausgenommen, weil, schaut euch das mal an, Kabak, Stambouli, Serda, die sind alle halt komplett tot, die Spieler, die gezockt haben. Die 120 Minuten haben auch schon ganz schön reingeschallert, deshalb gucken, was jetzt gegen Gladbach geht. Und hoffentlich einen Sieg mitnehmen. Wir spielen auswärts in Mönchengladbach. Und Bayern hat schon wieder gewonnen. Also das Fernduell tut weh. Und Auslosung in der Euroleague. Wir spielen gegen Valencia. Okay. Die Eurofighter sind wieder da, oder was? Valencia, Teneriffa, Inter Mailand. Gut, die hatten wir in der Champions League. Aber wer weiß. Dann fahren wir mal auswärts nach Gladbach. Die sind gegen Moskau weitergekommen anscheinend in der Euroleague. Oder was? Champions League? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Embolo ist nicht am Start. Ach stimmt, der wurde ausgeliehen, hatte ich letztens gesehen. Caligiuri mit einer gelben, der muss auf jeden Fall ausgewechselt werden. Der ist fitnessmäßig komplett tot. 40 Minuten lang gar nichts passiert. Martinez mit dem 1-0 so wichtig. Das ist, dieser Typ ist so eine Lebensversicherung. Caligiuri, Bruder! Aber wir führen 2-0. Ey, Caligiuri hat einfach so viel... Oh Gott, nicht choken. Nicht choken. Dankeschön. Caligiuri hat einfach so wenig Ausdauer gehabt, dass er keinen Bock hatte durchzuspielen, hat er sich kurz in der 57. eine glattrote abgeholt. Kann man natürlich auch so machen, aber ein sehr, sehr wichtiger Auswärtssieg, ey.
Sehr schön. Damit bleiben wir bis auf 5 Punkte an den Bayern dran und hauen hinterher nochmal ein Training. Ich habe jetzt mal McKenny für Schubert reingenommen. Schubert ist mittlerweile auf 77, auch sehr, sehr stark. Ist jetzt aber nicht so wirklich viel passiert. Scout-Abschlussbericht zu Diop. Den hatte ich im Winter mal mehr angeschaut, aber ja, ist nicht so interessant. Und weiter geht's zu Hause gegen Frankfurt. Wie viel da sind die in der Tabelle? Wir schauen mal ganz kurz. Die sind 9. Dortmund hat sich übrigens auf die 11 hochgearbeitet. Hamburg richtig, richtig weit hinten drin. Hoffen wir mal, dass Bayern choked und wir gewinnen, ey. Das wäre jetzt mega. Mir fällt nur gerade auf, wir haben ein kleines Problem. Denn Jonjo Kenny ist ja verletzt. Caligiuri rot gesperrt. Ja, müssen wir tatsächlich unseren 66er Robert Meyer spielen lassen. Weil sonst, ja, Gosens wurde mir da vorgeschlagen, aber der kann eigentlich nur links zocken. Es ist halt echt gut, dass wir da im Winter nochmal Attacke gemacht haben. Wir haben Arid Langzeit verletzt, wir haben Waldschmidt Langzeit verletzt, Kenny fällt auch noch aus, Caligiuri rot gesperrt. Also Junge, Junge, ey. So, und dann wollen wir mal gegen Frankfurt. Die letzten 3 Spiele konnten sie nicht gewinnen. Rebic spielt bei denen noch. Ja, und Marco Richter, der Winterneuzugang. Bayern führt nach 5 Minuten direkt gegen Union Berlin. Wir führen auch. Philipp Max, Dankeschön. Müssen wir wenigstens gleich ziehen hier. Bayern gegen Union Berlin, das sollten sie auf jeden Fall auch eigentlich easy holen. Coutinho kommt für Martinez. Coutinho mit dem 2-0. Wichtiges Ding. Sehr schön. Trifft da auch mal wieder. Ahmed Coutinho die Saison auch wirklich ein sehr, sehr guter Backup. Bayern mit dem 2-0 gegen Union Berlin. Und dann sollte das Ding durch sein. Ist durch. Bayern und wir gehen im gleichen. Ja gut, die Münchner sind immer noch 5 Punkte vor uns. Und als nächstes steht die Euroleague an. Gehen sie mit dem Rodrigo über den linken Flügel. Gegen 36er auf den 48er. Ah, aber der 69er, wenn der 69er den 34er auf den 27er schickt. Wer denn, Alter? Hallo? Ja? Yo, Simon, was geht? Lang nichts mehr gehört. Ja. Ja, nee, mein Lieber, was gibt bei dir? Alles frisch oder was? Hörst du aber auch gut in Form an, sag ich mal, ne? Ja, Mann, Brudi, ich bin gerade hier auf Malle, auf Rille, kennst du ja, ein bisschen Kalaradiada auseinandernehmen. Ey, du glaubst nicht, was ich hier entdeckt habe, Digga, hier ist so ein krankes Talent. Glaub mir, der ist anders krass, weißt du, was der hier anstellt? Ja, wie, und den hast du auf Malle kennengelernt, oder was? Und der soll krass sein. Ja, erzähl mal. Ja, Digga, der kam gerade hier aus dem Bierkönig. Der hat 2 Bier weggeballert und auf einmal fing der dabei noch an hochzuhalten, macht Around the World. So, ich dachte mir, was geht da ab FIFA Street hier oder was? Der ist komplett anders. Weißt du, was der da ausgepackt hat? Ich sag's dir, den musst du dir holen. Aber wenn ich gerade hier 2 Bälle zu viel sehe, der ist krass, der Typ. nee. Du, versteh mich nicht falsch. Ich werde mir den auf jeden Fall mal reinziehen. Ja, wenn er was kann, dann, ne? Aber du musst mir da schon, du weißt halt, ich mach das professionell. Ich mach das ja hier nicht zu Spaß, ja? Das ist ja jetzt hier nicht so eine dumme YouTube-Serie oder sowas. Da mit ihrem ganzen Internet und der neuen Scheiße da. Das ist ja das reale Leben. Weißt du, da muss ja auch, ne? Ich sag mal, da muss auch laufen und liefern. Ja, kein Thema, Digga. Ich bring dir den mit. Ist zwar ein bisschen schwierig, weil er kein Deutsch kann, aber wird schon. Keine Ahnung. Der ist so ein spanischer Einwohner hier. Der lebt schon seit längerem hier. Und da könnte mal was reißen bei dir, denke ich mal. Also wir sehen uns dann bald in Deutschland. Und jetzt, Jungs, hauen wir nochmal die Kante hier rein. Auf Rille! Okay. Das war komisch. So. Euroleague steht an, auswärts in Valencia. Wir haben 9 Spieler bekommen vom Erne. Wir sollen uns den mal angucken. Hat er angeblich auf Malle kennengelernt. Okay, ist jetzt nicht so die krasse Voraussetzung, aber wir schauen uns ihn mal an. Flavio Soria. Ja, komm, gucken wir uns an. Wenn er was kann, ist ein guter Backup. Kann man immer mitnehmen. Okay, Erne hat hier einen 3-Sterne-Skiller gescoutet. Weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Aber die Werte sehen gar nicht mal so verkehrt aus. Ne? Erne, ich werde mal ein bisschen trainieren. Ob das jetzt wirklich so der krasse Esposito 2.0 wird, ich wage es mal zu bezweifeln. So, und dann steht die Euroleague an. Ich habe ein ganz kleines bisschen durchrotiert. Caligiuri darf wieder zocken. Sané ist wegen gelben Karten gesperrt. Auswärts in Valencia ist auch kein einfaches Los. Die haben sich gegen Fenerbahce durchgesetzt. Schauen wir mal, dass wir fürs Rückspiel eine gute Ausgangssituation hier hinbekommen. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Am besten wäre halt wirklich ein Auswärtstor. Die haben sich ja Eggestein von Bremen für 50 Millionen geholt. Also die haben auch gute Attacke gemacht. Aber die ersten 40 Minuten passiert ja einfach gar nichts.
Matondo kommt für Esposito, Zaza für Rodrigo. Guedes mit dem 1-0. Bitte vielleicht noch irgendwie ein 1-1. Das wäre Baba-mäßig. Kabak für De Vries. Ja! Let's go, Mann! Joseph Martinez, Lebensversicherung, ist schon wieder am Start, Mann. Geil. Und Amina Ried ist auch wieder auskuriert. Er kann wieder am Training der ersten Mannschaft teilnehmen. Sehr schön. Und Männer, falls es jemals die Definition eines 6-Punkte-Spiels gab, dann wird sie jetzt gefunden. Wir spielen zu Hause gegen Bayern. Wenn die gewinnen, ziehen die davon, sind dann 8 Punkte vor uns. Wenn wir gewinnen, kommen wir auf 2 Punkte ran. Also ich weiß nicht, ob es jemals ein wichtigeres Spiel in dieser Karriere gab. Let's go. Bundesliga, der 24. Spieltag. Und damit willkommen heute zum absoluten Top-Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München. Schalke auf 2 und die Bayern kommen hier als Spitzenreiter nach Gelsenkirchen mit einer Spitzenbilanz in der Offensive. 46 Tore bereits erzielt, Schalke mit 18 Gegentreffern. Defensiv auch sehr, sehr stark momentan unterwegs. Wir gucken rein in eine Partie, die es in sich hat, denn Schalke momentan 5 Punkte hinter den Bayern. Das heißt, ein klassisches 6-Punkte-Spiel. Schalke muss hier und heute fast schon gewinnen, wenn man in der Meisterschaftsfrage noch ein Wörtchen mitreden will. Und wir gucken mal rein in die Aufstellung. 4-2-3-1 wie gewohnt. McKennie, Mascarell auf der 6 in der Dreierreihe davor. Esposito, Draxler und Raman. Und im Sturm soll es natürlich Martinez richten. Martinez aktuell ja auf 1 der Torschützenliste. Knapp vor Robert Lewandowski. Also auch da gibt es so ein kleines Duell der beiden Starstürmer. Wir sind rein bei den Bayern. Ein 4-3-3-System. Party, Tolisso, Thiago im Dreier Mittelfeld. Vorne Arp in der Sturmspitze. Coman auf links, Rafa auf rechts. Und damit starten wir rein. 24. Spieltag. Ein Duell, das es ja hier und heute schon mal gab. Vor wenigen Wochen im DFB-Pokal damals das kuriose Weiterkommen. Der Bayern im Elfmeterschießen, heißt Schalke, möchte sich dafür natürlich rächen. Und heute wichtige Punkte einfahren und die Schalker nach 3 Minuten mit dem 1-0. Martinez, gerade haben wir noch von ihm gesprochen, der Starstürmer bei S04 mit der ganz frühen Führung. Die Bayern noch ohne Ballkontakt und dann liegt der Ball schon im Netz. Neuer muss hinter sich greifen, überragend abgeschlossen. Schön durchgesteckt und Martinez, der macht das Weltklasse. 1-0 für Schalke nach 4 Minuten und dann kamen aber die wütenden Angriffe der Bayern, die aber oftmals nicht so ganz durchdacht war. Schalke stand defensiv gut, wie auch hier gut von Mascarell und dann auch weiterhin schön geklärt, fast schon mit der Chance zum Konter, aus der sich dann Folgendes ergibt. Caligiuri über die rechte Seite. Spielt den auf Draxler, der zieht schön nach innen, zieht McKennie und auf einmal steht es 2-0. Knappe Viertelstunde in Gelsenkirchen gespielt und Schalke führt mit 2 Toren gegen den FC Bayern München. Die Bayern zu schläfrig, die Bayern hinten nicht geordnet genug und dann ist das auch überragend vorbereitet von Julian Draxler. McKennie hat dann ein leichtes, den im Tor unterzubringen. Letzte Chance vor der Pause, Ball durchgesteckt, Thiago kommt nicht ran, nübelt den Schritt schneller, damit ging es auch dann in die Halbzeit. Nach der Pause Schalke gleich wieder mit dem Angriff. Esposito versucht den zu flanken, aber Davinson Sanchez in der Mitte der Bayern Innenverteidiger kann nochmal klären. Stunde mittlerweile rum. Das sind so ein bisschen die Bayern-Angriffe. Also da kam insgesamt zu wenig. Man war nicht konstruktiv, zu kreativ und auch nicht zu konsequent nach vorne, sondern man spielte so vor sich hin. Dann allerdings ein großer Auftritt von einem großen Talent. Fiete ab 68. Minute, die Bayern mal schnurstracks nach vorne gespielt und effektiv abgeschlossen. Der Ex-Hamburger mit dem 2-1 und damit war wieder Spannung in der Bude. Wir erinnern uns, 5 Punkte Vorsprung der Bayern, der bis dato auf 2 geschmolzen wäre. Die Bayern wollen aber hier natürlich mindestens einen Unentschieden mitnehmen, um Schalke auf Abstand zu halten. Nübel kommt raus und dann macht das Arp überragend, ähnlich wie Martinez beim 1-0. Zum Anschlusstreffer für die Bayern, aber Schalke kam nochmal letzte Minute und dann ist es Franco Di Santo mit dem 3-1, er besiegelt den Sieg und wir gucken auf den Jubel,
Der Depp, Freunde. Franco Di Santo mit dem Depp gegen die Bayern. 90. Minute 3:1. Damit war das Ding natürlich durch. Schalke besiegt den FC Bayern München. Am Ende auch verdient in der Höhe mit 3:1 zu Hause in Gelsenkirchen. Schalke kann damit auch weiterhin von der Meisterschaft träumen. Mal schauen, ob das am Ende dieser Saison in Erfüllung geht. Also 2 Punkte, nur noch der Rückstand auf die Bayern. Schalke gewinnt gegen den FCB. Ah. Ja. Ach, wir haben gewonnen. Hab ich ja gar nicht mit gerechnet. Simon Broski, der Trainer, da haben die Medien wieder gut gemacht. So, heute gibt's eine Frage und eine Antwort. Beide stelle ich. Wie hat die Mannschaft gespielt? Hat sie den Sieg verdient gewonnen? Ja, haben sie. Tschüss. In dem Sinne, vielen Dank für die Pressekonferenz. Ein herzliches Willkommen. Ich darf euch begrüßen zu einem Weltklasse-Europa-League-Abend Schalke 04 gegen FC Valencia. Das Hinspiel endete in Spanien mit einem 1:1 Unentschieden. Das ist ein Auswärtstor, was Schalke zugute kommt. Nichtsdestotrotz werden wir hier ein packendes Spiel erleben und jetzt erstmal die Aufstellung von Schalke 04. Und diese sieht wirklich sehr, sehr stark aus. Auf der 10 mit Julian Draxler, Coutinho im Sturm, Raman auf links, Harit, De Vrij und Sané bilden die Innenverteidigung. Und McKennie als auch Serdar im Mittelfeld sollen dort also die Lücken schließen. Und Valencia ist natürlich auch eine wahnsinnig starke Mannschaft mit Belotti und Rodrigo im Sturm. Als auch den Ex-Bundesligaspieler namens Egge Stein, Guedes, der Portugiese auf links. Dazu noch Hector als Linksverteidiger und im Tor haben sie natürlich auch einen Weltklasse-Keeper mit dem Holländer namens Sills. Wir können es, denke ich mal, kaum erwarten, dass es gleich endlich losgeht mit dem Anstoß. Es verspricht einiges. Und so wie man das im Hintergrund mitbekommt, ist Schalke heute nicht zur 11. auf dem Platz, sondern haben noch den 12. Spieler auf dem Feld und das sind die Fans. Das Auswärtsteam FC Valencia aber gleich hier mit dem ersten Vorstoß aufs gegnerische Tor. Belotti am Ball, Soler spielt rüber zum Kapitän Parejo, der mit der ersten Torschuss, aber Nübel ist da und kann diesen Ball wunderbar parieren. Das Ganze hier nochmal in der Wiederholung. Soler schirmt den Ball erstmal ab, spielt rüber zu Parejo, der mit dem Vollspannschuss. Allerdings ist eben, wie schon gesagt, Nübel zur Stelle mit einer Weltklassenparade. Hinten die Null zu halten wäre eben wunderbar. Gonsens ist mit McKennie unterwegs. Serdar spielt auf Coutinho. Jetzt könnte es die erste Torschuss geben, aber Draxler wischt den Ball nicht richtig. In der 21. Spielminute gibt es den ersten Eckball für Schalke 04. Alles geht über Draxler und Tor! Da ist das Ding. 1:0 in der 21. Spielminute durch Raman. Der Mann mit der Trikotnummer 9 sorgt hier für diesen Führungstreffer. Das Ganze zu Hause und der 12. Mann, das ist das Publikum. Die stehen gerade alle auf und jubeln einfach nur noch für das Team. Es ist wichtig, hier zu Hause mit diesem einen Treffer in Führung zu gehen. Jetzt heißt es, die Null zu verwalten. Und Hut ab vor diesem wunderschönen Treffer. Beweist sich hier gegen zwei Spieler vom FC Valencia. Springt höher als alle anderen und Cillessen kann im Tor gar nichts mehr machen. Schalke 04 1, Valencia 0. Eine atemberaubende Saison vom Team Schalke 04 in dieser Saison und der Trainer Broski darf sich natürlich zurecht freuen. Der nächste Angriff vom Heimteam über Coutinho, der spielt mit der Hacke den Ball zu Draxler, der dreht sich einmal mit dem Fake-Schuss und Tor! 2:0, Julian Draxler ist zur Stelle. Der Rekordtransfer konnte sich hier unter Beweis stellen, mit einer Schusstäuschung dreht sich gleichzeitig. Die Fans sind außer Rand und Band, das Team freut sich, Coutinho springt auf Julian Draxler und der eben mit diesem wunderschönen Treffer. Wir schauen uns das Ganze in der Wiederholung an. Das ist individuelle Qualität. Er dreht sich einmal mit dem schwächeren linken Fuß, kommt da zum Abschluss und da kann Cillessen wieder mal gar nichts machen. Ein wunderschöner Schuss mit einem tollen Effekt. Dadurch haben sie jetzt die Karten in der eigenen Hand. Alles ist möglich. Wir haben nun ein neues Ergebnis. Schalke 04 2, Valencia 0. Im Gesamtergebnis steht es gleichzeitig 3:1. Valencia braucht somit 2 Auswärtstore, um noch weiterzukommen. Jetzt gibt es einen Angriff über Rodrigo, bringt er die Flanke, das tut er, Nübel ist aber zur Stelle und kann den Ball klären. Wir befinden uns in der 70. Spielminute und Schalke 04 hat zweimal gewechselt, Esposito ist ins Team gekommen, als auch Matondo, der mit der nächsten Torschuss, wird das vielleicht was, er versucht es mit dem Pass. Doch der Verteidiger vom FC Valencia ist zur Stelle und es steht immer noch 2:0. Es sind nur noch wenige Minuten zu gehen, Franco Di Santo spielt nochmal auf Esposito, sie können hier die letzten Sekunden von der Uhr nehmen, Esposito versucht es aber nochmal mit dem Dribbling, scheitert an Koklar, das Spiel ist aber zu Ende, Schalke 04 gewinnt mit einem 2:0. Zu Hause in Gelsenkirchen. Der Europa-League-Traum, er geht weiter. Es ist noch nicht zu Ende. Schalke 04 als auch der Trainer Broski, sie dürfen stolz sein. Die Fans haben das Team wunderbar unterstützt. Und als Dank der Mannschaft haben sie alle ihr Herz auf dem Rasen gelassen. So, Männer, das war doch jetzt mal sehr, 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 sehr erfolgreich. Wir sind eine Runde weiter in der Euroleague und kriegen eine Nationaltrainer-Anfrage vom Fußballverband Nordirland.
Sorry, Bruder. Ich hab hier nämlich genug mit dem FC Schalke 04 um die Ohren. Bayern hat verloren. Oder haben die unentschieden gespielt? Halt's Maul, wir können Bayern einholen. Was haben die gemacht? LOL! Bayern hat zu Hause 1-0 gegen Hertha verloren. Okay, das ist geil. Ey, jetzt bitte, auswärts in Stuttgart. Männer, choked nicht rein. Männer, wir haben nur ein leichtes Problem, ihr seht das. Also, der Euroleague hinterlässt halt seine Spuren. Wir haben jetzt nicht so eine fitte erste Elf. Caligiuri geht komplett auf dem Zahnfleisch. Ja, scheiße, wen soll ich das Spiel? Das kannst du halt vergessen, ne? Ja, ich muss für das Spiel, vor allem in Stuttgart, fast perfekt, Experiment machen. Lassen wir Kabak da spielen. Come on, jetzt 3 Punkte. Bayern hat uns so eine Vorlage geschenkt. Wirklich absolut geschenkt. Benito Raman. Alter, der Bruder dreht auch komplett durch. Das ist, glaube ich, sein 10. Saisontor jetzt in der Bundesliga. Come on, wenn wir das halten, dann sind wir einfach Erster. Wie krass wäre das denn? Wie krass war das denn? Kabak mit Gelb, der hat ein bisschen Hass gegen die alten Kollegen. Nein, Marega mit dem 1-1. Großens für Esposito Draxler. Komm, Junge. Wechseln Franco ein, der regelt das. Komm schon. Bitte. 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 Let's go, wir sind Tabellenführer. Nice, Mann. Und so grüßt es sich wieder von der Tabellenspitze, meine Freunde. Sehr, sehr geil. Und da... Esposito geht einfach auf 80 hoch. Freunde, Karrierelegende jetzt schon. Daniele Esposito. Wir haben den einfach auf eine 80 gezüchtet. Zu krass. Als nächstes spielen wir zu Hause gegen Leipzig. Die sind aktuell 13. Also läuft auch nicht so rund. Okay, hab mich vertan. Wir spielen auswärts. Ich muss wieder ein Stück weit rotieren. Ja, Freunde, weil wir haben einfach sehr, sehr viele Spiele. Danach, ja, es ist halt schon wieder englische Woche. Danach haben wir aber erstmal Länderspielpause. Und dann spielen wir in der Euroleague gegen Chelsea. Holy shit, Mann. Ey, come on. Wenn wir das Ding gewinnen, sind wir 3 Punkte vor Bayern. Aber auswärts in Leipzig ist mies. Scheiße. Komm schon. Nicht choken. Bitte, please, don't choke. Don't choke it in, man. Guerrero mit Gelb. McKennie mit dem 1-0. Ich küsse deine Augen. Bitte, 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 bitte. Esposito für Draxler. Draxler hat halt nur Hälfte Ausdauer. Bitte kein 1-1 kassieren. Bitte nicht. Ja, die kriegen Rot. Bitte, bitte gewinnen. Ja! Oh, ich dachte schon, das wäre ein Tor von Leipzig. 2-0 in fucking Leipzig, Mann. Scheiße, wir spielen ja echt um die Meisterschaft mit. Ey, zu krass. So, 3 Punkte vor Bayern. Heimspiel Freiburg. Das sieht gut aus. Okay, Bayern hat gewonnen, aber wir sind immer noch vor denen. Aber ein Dreier gegen Freiburg muss eigentlich, auch wenn die in der Karriere gar nicht so schlecht unterwegs sind, die sind hier 12. Die waren zwischenzeitlich mal 6. von ein paar Spielen noch. Also ganz komisch. Wir haben halt aktuell wirklich einige Spieler, die brutalst auf dem Zahnfleisch schon gehen. Dem Draxler wird die Länderspielpause so gut tun, es sei denn, der wird halt berufen, dann ist RIP. Guckt euch mal den armen Esposito an, Mann. Mit seinen zarten 18 Jahren, der Junge muss alles machen. Hat einen Ausdauerwert von 59. Tut weh. Aber gut, danach ist erstmal 1,5 Wochen Ruhe, das heißt erste Garde gegen Freiburg. Come on. Die haben 2 Niederlagen in Folge. Einfach den 3 Punkte Vorsprung halten. Und jetzt nicht unnötig Punkte lassen. Philipp Max mit dem 1-0. Let's go, Männer. Let's go. Noch schön einen zweiten nachlegen. Mal wieder Martinez oder Draxler. Martinez, let's go. Ah, Anschlusstreffen. Ah. Was? Mach nicht so. Why? Männer. Warum choket ihr? Jesus im Himmel. Alter, ist das spannend, ey. Scheiße. Männer, wir sind 7 Spieltage. Ich darf es nicht aussprechen. Ich darf es wirklich nicht aussprechen. Wir sind 7 Spieltage. Vorm Ende. Nee, nee, nee. Ich mache nicht den gleichen Fehler wie vor. Ich sag nichts. Aber Martinez, Lebensversicherung, Alter. Fucking Lebensversicherung. So, und jetzt erstmal 1,5 Wochen lang chillen. Gianluca Waldschmidt ist wieder fit, sehr nice. Und es ist gar keine Länderspielpause. Es ist irgendwie echt einfach frei oder so. Ich weiß es nicht. Doch, ist Länderspielpause. Aber von uns wurde keiner nominiert. Sehr schön. Grüße gehen raus an Julian Draxler. Sehr gut, dass er nicht nominiert worden ist. Und Miranda geht auf 72. Und Esposito hat mittlerweile 93 Sprintgeschwindigkeit. Also Esposito die Saison plus 11 im Gesamtrating. Sprintgeschwindigkeit einfach mal von 83 auf 93 hoch. Das kann man auch mal machen. Jonjo Kenny ist auch wieder fit.
Freunde, das ist so wichtig. Dieser arme Caligiuri, der alte Mann. Die ganze Zeit, der hat quasi schon geweint, wenn der spielen musste. So viel musste der zocken. Sehr wichtig, dass Kenny wieder am Start ist. Währenddessen ziehen wir den guten Miguel Cruz noch aus der Jugendmannschaft hoch. Ist sehr interessant. Innenverteidiger nochmal ein Backup und den guten Torben Kaiser. Jetzt wollte ich gerade gucken, was die für ein Rating haben und sehe, dass Serdar auf 80 gegangen ist und Draxler auf 86. Nice one. Okay, Cruz, Innenverteidiger 1,89 groß, kann auch Linksverteidiger und ZM spielen. 3 Sterne Skills, 1 Stern schwacher Fuß. Ja, und Kaiser leider nur 3,3. Das ist ein bisschen bitter. Ja, der gute Soria, letzte Woche nicht zum Training erschienen, war anscheinend wieder auf Malle. Reden wir nochmal drüber, ne? So, und dann steht auch schon das nächste Spiel an. Auswärts in Berlin. Hola mi gente, que hola, Serie hier zum Hertha-Spiel aus dem Olympiastadion gegen Schalke. Aber gönnen wir uns erstmal diese geile Choreo. Ja, Schalke, Tabellenletzter abgeschlagen. Gamer Brother hat mal wieder keine Ahnung gehabt, wie er den ganzen Verein hier richten soll. Ich wundere mich auch, wer sich überhaupt diese ganze Karrierekacke hier anguckt. Mein Ding ist es ja nicht. Aber ein Hertha-Sieg, den kommentiere ich immer sehr, sehr gerne, meine Freunde. Ausstellung von den Herthanern, wie immer. Chad Hurry Ehrenmann, wisst ihr einfach. Und absolut sowieso meisterschaftswürdig. Und darum geht's heute bestimmt. Hertha will die Meisterschaft holen. Leider nicht, aber scheißegal. Skippen wir diesen Part mit dieser Aufstellung hier. Und da gehen wir rein in die erste bzw. zweite Spielminute. Die Herthaner Weltklasse über die rechte Seite. Glücksabpraller für die Schalker, die dadurch irgendwie wie auch immer... Das ist eine rote Karte, ist das? Das ist eine glattrote Karte, ist das? Aber spinnst du oder was? Espacito, oder? Despacito. Schiedsrichter, ich war ganz nah dran. Ja, und der ist schon wieder Despacito. Absolut glücklich. Ich glaube, Gamer Brother hat hier definitiv irgendwie den CPU auf Amateur gestellt, wie man sieht, wie der hier spielt. Aber Davy Selke, gewohnt, ganz, ganz gewohnt, mit dem souveränen Jungen, jetzt spielt das Ding rein oder ich schlag. Wieso spielst du den nicht flach? Willst du mich komplett verarschen? Bist du blöd im Kopf, Junge? Selbst in der 16. Spielminute sind wieder die Grauen am Ball. Was ist das eigentlich für eine Mausgrau? Hab ich schon bei Timos Auto gesagt, die Farbe finde ich hässlich. Bei den Trikots nicht anders. Und deswegen schießt er das Ding auch drüber. Das ist ja brutal. Also, Broski, mach dir doch mal bitte Gedanken in Zukunft, mit welchem Verein du das Ding hier spielen willst. Ich verstehe den Scheiß hier nicht, ne? Hertha wieder über die rechte Seite, über Lecky. Der Lecky, der skillt da ein bisschen rund auf Gosens. Der wird über Duda, meine ich, wird abgegrätscht von Gosens. Die Flanke, warum ist denn die in den Highlights? Genau deswegen, weil es einen Elfmeter gibt. Nein, aber das 1:0 durch Chad Hurry durch Hertha. Bürste! Maschine. Ich habe immer an den Jungen geglaubt. Depp, Johnny, Depp. Ehrenmann. Richtig geiles Tor. Schön rausgespielt. Zack, die Verteidigung auseinandergeflext und haut das Ding rein. Schon immer iconic. Hertha BSC, Weltverein. Bald die Champions League. Und wir springen in die Halbzeit. Fast. Nein, denn da gibt es noch einen Angriff. Ah ja, ich wollte schon sagen, wenn der reingeht, willkommen in der Halbzeit. Ist es Draxler? Ja, ich verfolge aktiv die Karriere. Hertha mit einem wunderbaren Angriff über die rechte Seite. Was ein Ball und den macht der. Davy Selke, Junge. Junge, du musst den reinmachen, Bruder. Und wenn das jetzt FIFA 20 wäre, das Ding wäre drin, der Freistoß. Aber wieder grandios gespielt von den Herthanern. Das ist ja abseits, oder? Nee. Ja, ist der Schiri blind oder blöd oder beides? Aber da kommen ja die mausgrauen Schalker über die linke Seite. Schussfake vorbei. Broski versucht wieder ein bisschen zu skillen, dass wenigstens ein paar Leute sich die Karriere anschauen. Und da ist das Loch in der Mitte und das ist Martinez und der macht ihn. Was eine Grätsche, Junge! Ehrenmann. Und Duda, der neue Flügelflitzer, wieder über rechts. Und wenn die das Ding jetzt nicht nutzen, Jungs, holt doch einmal in eurem Leben den Sieg nach Hause. Chad Hurry.
Ja, die stehen sich ihrem Sieg immer selbst im Weg. Das ist ja wie in der Bundesliga. Man kennt ihn, aber nicht verzagen. Benji Fragen, der ist immer am Start und er kommentiert gerne hier diese Spiele, weil dann einmal Qualität hier reinkommt. Und da hat man doch gesehen, der hat den CPU auf Amateur gestellt, so wie die verteidigt haben. Und da ist es vorbei. Hertha holt die Champions League. Das ist ja unglaublich. Danke für eure Aufmerksamkeit und abonniert mich gerne. Der Link zu meinem Kanal ist... Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich glaube, das nennt man dann den ganz klassischen Joke. Wir schauen mal einmal kurz auf die Tabelle, das ist jetzt hier der Euroleague. Bayern hat natürlich das Spiel gewonnen. Wir sind immer noch Tabellenerster wegen der Tordifferenz. Aber das war eine dumme Niederlage. Es war eine richtig dumme Niederlage. Ja, und jetzt kommt das Europa League Hinspiel im Viertelfinale gegen Chelsea, beziehungsweise auswärts in Chelsea. Vorher eine Runde Training. Es ist alles nicht einfach, Männer. Es ist alles nicht einfach. Denn wir spielen jetzt Donnerstag in der Euro League, dann Sonntag in der Bundesliga, wieder Donnerstag in der Euro League und dann Sonntag wieder Bundesliga. Die Euro League könnte uns hier so ein bisschen zum Verhängnis im Meisterschaftskampf werden. Aber die Eurofighter sind wieder da, Männer. Ich will ja jetzt hier auch nicht, ne? Ah, Scheiße, Alter. Fuck my life. Naja, soweit passt alles. Die Spieler haben auch echt ziemlich gute Fitness. Ey, auswärts in Chelsea. Ah, Scheiße. Ah, come on. Die Eurofighter mit Marc. Gut. Schnauze, WhatsApp. Mann, William mit dem 1-0. Und 1-1 wieder auswärts. Bis jetzt immer Hinspiel 1-1 und dann aus und dann Rückspiel gewonnen. Giroud für Uth drin. Der Kenny für Mascarell. Hey, komm schon, 1-1, bitte. Bitte, 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 bitte. Großen Swissair da. Die Eurofighter sind wieder da. Die Eurofighter sind wieder da, Männer. Let's go! Okay, das war so wichtig für die Psyche. Jetzt zu Hause gegen Mainz gewinnen. Im Idealfall muss Bayern noch choken. Der gute Nassim bedankt sich. Grüße gehen raus. So, ich werde jetzt ein bisschen rotieren gegen Mainz. Ich hoffe, ich falle damit nicht aufs Maul. Aber wir haben halt so gute Möglichkeiten, ins Euroleague-Halbfinale zu kommen. Und Mainz ist nicht gut drauf. Wir spielen mit Franco Di Santo von Anfang an. Franco, bitte. Bruder, wir brauchen dich. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Irgendwie 1-0 gewinnen. Scheißegal. Und währenddessen gucken wir, Bayern führt gegen Dortmund. Ah, Di Santo hat getroffen, aber direkt 1-1. Was? Komm schon. Franco, mach noch eins. Caligiuri für Kenny. Dortmund hat den Ausgleich gemacht. Ey, scheiße, bitte. Wir müssen ein Tor machen, bitte. Nein. Ja. Nein, Bayern hat noch das Führungstor gemacht. Fuck. Das gibt's doch nicht. Und damit ist die Tabellenführung wieder weg. 5 Spieltage vor Schluss. Oh nein, scheiße Dortmund, was macht ihr denn? Aber immerhin, Franco Di Santo bedankt sich, hat auch getroffen, ist halt wirklich ein solider Backup. Und dann geht sogar gegen Frankos Ex-Verein jetzt, gegen Chelsea. Oh Gott, Mann, das ist einfach, diese Karriere ist zu spannend, scheiße. Ja, gehen wir rein. Europa League in Gelsenkirchen, der FC Schalke 04 heute mit dem Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea. Was eine Partie, die uns da heute bevorsteht. Das Hinspiel, das gab's ja schon. Ein 1-1 an der Stamford Bridge. Schalke hat also alle Möglichkeiten in der eigenen Hand, heute hier in der Arena ins Halbfinale einzuziehen. Und apropos Halbfinale, wir sehen's, es könnte aus deutscher Sicht eine unfassbar erfolgreiche Europa-League-Saison werden. 3 Mannschaften haben die Chance auf das Halbfinale, 3 von 4. Und die kommen aus Deutschland, das wäre ein Ding. Aber da gibt es natürlich noch einiges zu tun für Wolfsburg, für Gladbach und eben auch für den FC Schalke 04, der heute wieder in der 4-2-3-1-Formation aufläuft. Draxler auf der 10, Serda gelb vorbelastet, zusammen mit Ayhan auf der 6. Und man sieht es auch so ein bisschen am Kader, der ist dünn besetzt. Das hat man die letzten Wochen auch schon gemerkt. Schalke in der Breite nicht so ganz so gut aufgestellt. Die Mehrfachbelastung, man spürt sie so langsam bei den Knappen. Wir schon rein beim FC Chelsea, ein alter Bekannter in der Sturmspitze, nämlich Marc Uth mit der 17. Chelsea also im 4-3-3-System. Piqué, der Spieler bzw. Ex-Spieler vom FC Barcelona in der Innenverteidigung, Romagnoli und Jorginho ebenfalls gelb vorbelastet, wie Serda bei Schalke. Heißt und steht ein unfassbar spannender Pokalabend bevor. Europa League Viertelfinale. Martinez
soll die Buden für Schalke machen. Und damit starten wir jetzt also rein. 1:1. Das Hinspielergebnis, eine relativ gute Ausgangsposition für Schalke. Das Auswärtstor konnte man erzielen. Und jetzt soll es also hier ins Halbfinale gehen. Erste Möglichkeit gab es auch direkt für Schalke über die rechte Seite. Harit versucht ihn nochmal rüberzulegen, aber im letzten Moment geblockt und zur Ecke geklärt. Schalke allgemein in dieser Partie mit einer sehr, sehr guten Anfangsphase. Gerade mal die 16. Minute, der nächste Angriff rollt über die linke Seite. Esposito zieht in die Mitte, versucht Harit da anzuspielen, aber auch hier konnte wieder auf Kosten einer Ecke geklärt werden. 21. Minute, Draxler mit freier Schussbahn. Kann er nochmal besser, so zu zentral. Kepa am Ende ohne Probleme. Und nach 25 Minuten wurde dann auch mal der FC Chelsea aktiv. Flanke in die Mitte, aber das war sehr, sehr dürftig. Nübel fängt den locker lässig ab. So geht's bereits in die 39. Spielminute. Wieder über links, wieder über Esposito. Und der Ball dann den Ticken zu ungenau. Auf den Stürmer, auf Martinez. Der dann nochmal mit dem Kopf, der an die Latte geht. Sah am Ende dann gefährlicher aus, als es war. Aber da kommt der Keeper nicht hin. Und dann hat man noch die letzte Chance in der ersten Halbzeit. Und das ist unfassbar. 1:0 in der Nachspielzeit. Draxler mit einem Traumtor. Läuft auf Kepa zu und macht dann diese wunderschöne Ballrolle. Schalke führt in Gelsenkirchen. Hier haben wir nochmal die Wiederholung. Das ist ein absolutes Traumtor. Da ist er, seine Millionen wert, die er gekostet hat. Und Schalke also stand jetzt im Halbfinale der Europa League. Kurz vor knapp. Simon Broski, da freut er sich. Und das wäre natürlich ein Ding. Aber wir haben noch ein bisschen zu spielen. Dritter Treffer übrigens schon für Julian Draxler in der Europa League. Und damit ging es rein in die zweiten 45 Minuten. Schalke wieder von Beginn an mit mehr vom Spiel. 56. Minute. Draxler, den kennen wir schon. Und Draxler mit dem nächsten Ding. 20 Meter vor dem Tor zieht er einfach mal ab. Mit dem linken Fuß an den Innenpfosten rein damit. Schalke 2, Chelsea 0. Nach einer knappen gespielten Stunde. Das bedeutet, beste Voraussetzungen, um das Ding hier und heute fix zu machen und um einen ganz großen Schritt zu gehen in Richtung Europa League Finale mit Zwischenstation Halbfinale. Kepa kann sich lang machen, kommt da nicht hin. Perfekt getreten von Draxler. Und damit, man muss sagen, die verdiente 2:0 Führung von Chelsea kam in dieser Partie ganz, 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 ganz wenig. Schalke noch nicht ganz konsequent nach vorne, aber mit viel guten Ansätzen. Und dann belohnt man sich kurz nach wieder Anpfiff. Dann der Sprung, 71. Minute. Chelsea, eine der wenigen Male im Vorwärtsgang, kommen hier mit Marc Uth. Der sieht Ross Barkley und auf einmal wird es wieder spannend. Barkley trifft auf Vorlage von Marc Uth, der Ex-Schalker, also mit der Torbeteiligung, mit der Chance, seinen Ex-Verein rauszuschmeißen. Denn damit ist auch eins klar, es fehlt nur noch ein Tor für den FC Chelsea und man würde Schalke rauskegeln. Es wurde ein bisschen ruhiger in Gelsenkirchen. Man dachte sich, bitte nicht Schalke, gebt das jetzt nicht her. Aber es waren noch knapp 18 Minuten zu spielen. Nübel im Kasten konnte bei der Situation nichts machen. Da sehen wir hier nochmal in der Wiederholung, da war die Lücke in der Zentrale zu groß und Barkley, der trifft den dann sauber, schließt also ab zum 2:1 aus Chelsea-Sicht. Und Chelsea natürlich jetzt mit Druck, Nübel zum Ersten, aber die Chance noch nicht vorbei, nochmal die Möglichkeit, Pulisic war's, der Ex-Dortmunder, der natürlich gerne gegen die Schalker getroffen hätte, aber der Ball klatscht ans Außennetz und dann wurde es nochmal richtig spannend, Marc Uth, Nübel kommt raus und Uth chippt ihn an die Unterkante der Latte. Der Ball geht nicht ins Tor, sondern der Ball springt vor die Linie. Schalke konnte ganz, ganz, ganz tief durchatmen. Wir gehen rein in die Nachspielzeit in dieser Partie. Es sollte nochmal was passieren. Schalke über links mit Max. Da ist Di Santo abgelegt auf Serdar. Der perfekte Pass auf den eingewechselten Matondo. Und da hinten ist Martinez und der macht, was er am besten kann. 3:1, der Konter wunderbar vollendet und damit Schalke im Halbfinale der Europa League. Der Top-Torschütze, der Starstürmer der Schalker, Martinez mit dem Tor und dann geht's auf Tauchstation. Also auf der einen Seite noch Glück gehabt, dass Uth nur die Unterkante der Latte trifft. Und auf der anderen Seite gibt's das Tor durch Martinez. Überragender Pass von Serdar. Der Pass dann von Matondo ein bisschen in den Rücken, aber Martinez, der ist ein Top-Stürmer. Der kann damit umgehen. Aus der Drehung leicht noch abgefälscht, der Ball ins Tor. Keeper ohne Abwehrmöglichkeit. Schalke 3, der FC Chelsea 1. Und damit ist es amtlich.
Schalke steht im Europa-League-Halbfinale. Schalke kann jubeln und am Ende muss man sagen, ist das auch verdient. Zum Schluss noch mal ein bisschen gezittert, aber alles in allem ein verdienter Sieg für S04. Ja, ich finde auf jeden Fall, wir haben ein sehr, 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 sehr gutes Spiel gemacht. Ich bin natürlich überglücklich, dass wir jetzt ins Europa-League-Halbfinale eingezogen sind. Und ich freue mich natürlich auch auf den nächsten... Hä? Was ist denn? Auf Englisch, Digga? Dein Ernst? Ich kann gar kein Englisch. Yes. So my English is not good. My German is better. We had a lot practice before the game. And then... yeah, the England teams think they can play with me, but I'm not a child. I respect a lot. Yeah, I respect a lot the Gegner, opponent. But in the moment before the game, the Gegner, the opponent don't respect us, me. Und, Schalke. Yeah, sure, I come down. So, I have to say, the game was good, and we had the luck on the side, but we look front and no behind. So, yeah. Thank you. Alter Faltermänner, wir sind im Europa League Halbfinale gegen Chelsea weitergekommen. Alter, komplett krasses Spiel. Ich bin ehrlich durch. 90. Minute, Chelsea kann das 2-2 machen, dann werden die safe weiter. Aber wir machen das 3-1. Ey, zu krass, Mann. Zu krass. So, ein paar geänderte Spieltermine, Turnierpreis, Geld. Stimmt. Ich wollte gucken, gegen wen spielen wir in der Euroleague. Das müsste eigentlich direkt die Auslosung sein. Halbfinalauslosung, UEFA Europa League. Dann zeig mal her. Schalke. So, gegen wen zocken wir? LOL! Wir spielen einfach gegen Wolfsburg. Alles klar. Okay. Und Mailand gegen Villarreal. Also Männer, die Eurofighter sind wieder da. Aber wir müssen halt jetzt auch mal... Ach, Bayern hat schon wieder gewonnen. Scheiße. Wir müssen halt auch mal ehrlich sein, 5, beziehungsweise wenn wir jetzt gewinnen, 4 Spieltage vor Schluss, wir könnten halt echt Meister werden. Nur wir müssen dann halt wahrscheinlich echt die letzten Spiele alle gewinnen. Wir sind halt echt nicht weit davon entfernt, mit dem FC Schalke 04 Meister zu werden. Das Ding ist, wenn wir jetzt nicht gegen Köln gewinnen, dann ist der Traum auch schon wieder ausgeträumt. So, Heimspiel gegen Köln. Ey, ich bin aktuell wirklich, ich bin vor jeder Simulation nervös, ne? Ich bin Real Talk vor jeder Simulation nervös. Männer, komm schon. Draxler 1-0. Nein! Komm schon! Fuck! Er geht mit dem 2-1. Let's go. Ey, das gibt's doch nicht. Draxler mit dem 3-2. Wenn die jetzt wieder das 3-3 machen, komm schon! Haltet das! Jesus. Alter, ist das spannend. Und warum wechseln die nicht? Die werden jetzt wieder alle fitnessmäßig so im Arsch sein. Aber gut, wir haben jetzt auch tatsächlich mal eine Woche Pause bis zum nächsten Spiel. Also wir sind auf jeden Fall schon mal wieder safe in der Champions League. Aber 2 Punkte müssen wir auf Bayern in 4 Spielen aufholen, ey. Esposito ist schon knapp bei 82, Freunde. Kommt schon, die Mannschaft kann sich unsterblich machen. Meister mit Schalke, ihr könntet euch unsterblich machen. Nur Bayern muss Punkte lassen. So, Heimspiel gegen Bremen. Ich weiß gar nicht, wie viel da die sind. Hauptsache Köln ist 5. Okay, da haben wir gerade echt ein knappes Ding gewonnen. Die Bremer sind 8. Alles klar. Ich lasse die erste Elf spielen, Freunde. Komplett drauf da. Real Talk, scheiß auf die Euroleague, wenn du Meister mit Schalke werden kannst. Komm schon, Mann. Bayern muss choken nebendran. Bayern muss choken nebendran. Bayern bitte choken und Mannschaft bitte choken. Sané 1-0. Komm schon. Komm schon. Einfach gewinnen. Wo ist Bayern unten? Wo ist Bayern unten? Was passiert mit Bayern? Wir führen noch 1-0. Das heißt ja eigentlich, bei Bayern sind auch keine Tore gefallen, oder? Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Draxler mit dem 2-0. Wir sind durch. Was ist mit Bayern? Was ist mit Bayern? Was ist mit Bayern? Haben die 0-0 gespielt? Bitte. Oh Gott, Freunde, wir müssen gucken. Scheiß auf Euro. Was ist mit Bayern? Nein, die haben schon wieder gewonnen. So, nächstes Training. McKennie ist einmal mit einem F auf 80 gegangen. Okay, wir haben jetzt eine crazy Woche vor uns. Als erstes auswärts in Wolfsburg in der Euroleague. Dann
gegen Wolfsburg nochmal auswärts in der Liga und dann zu Hause gegen Wolfsburg nochmal in der Euroleague. Wir spielen jetzt dreimal hintereinander gegen Wolfsburg. Alles klar. Wir haben halt irgendwie echt das Glück, in der Euroleague immer das Rückspiel zu Hause zu haben. Das ist nämlich echt ein Vorteil, meiner Meinung nach. Feier ich auf jeden Fall. Ich werde mal Raman für Esposito spielen lassen in der Euroleague. Ich meine, du bist so ein Stück vom Euroleague-Finale entfernt. Gleichzeitig... Ah, die Meisterschaft. Scheiße, Mann. Komm schon. Jetzt nicht choken. Ah, oh, Weghorst 1-0. Ah, Ried mit dem Auswärtstor. Komm schon, wieder der Plan. Unentschieden. Auswärts 1-1. Immer. Hat immer in der Euroleague funktioniert. Come on. Wenn wir jetzt wirklich wieder 1-1 auswärts spielen, das wäre halt absolut verhext, ne? Esposito für Serda. Was planen die da? Boah, gelb-rot bei Wolfsburg. Ja! Nein! Ey! Aber wieder auswärts und unentschieden. 2-2 ist ein richtig gutes Ergebnis fürs Rückspiel, aber 2-1 wäre komplett krass gewesen. Ah, dieser scheiß Weghorst. 4 Monate Caligiuri, Schienbeinbruch, Hals, Maul. Ah, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Und ja, wir spielen dann mal wieder gegen Wolfsburg. Auswärts, Bayern hat noch nicht gespielt. So, auswärts 15:30 in Wolfsburg. Bayern spielt, meine ich, parallel. Serda mit Gelb. Come on. Arid mit dem 1-0. Wichtig. Holy shit. Köln mit dem 1-0. Halt's Maul. Jesus, Fußballgott, bitte. Alle. Seid, macht alle was. What the fuck. Köln führt in Bayern. Haltet das bitte, Männer. Bitte haltet das. Bayern mit dem 1-1. Bitte haltet das. Let's go, wir haben die 2 Punkte auf Bayern gut gemacht. Let's go. Wie ist die Tabelle? Wie ist die Tabelle? Ich glaube, wir sind vor. Wir haben doch eine bessere Tordifferenz. Halt's Maul. Alter, diese Karriere. Scheiß auf Euroleague, wie sieht's aus? Alter. What the fuck? Ey, war real talk. Spannend, da geht's nicht. Alter! Okay, was steht an? Ja, Euroleague gerade verklickt. Ey, also langsam werde ich wirklich nervös. Erstmal noch ein Training machen. Miranda geht auf 73 hoch, sehr nice. Alter! Ey, hätte jetzt Köln wirklich in München gewonnen, ne? Ist ja schon krass, dass die da nur 1-1 spielen. Also wer auch immer da gerade es gut mit uns meint, vielen, vielen Dank. So, bevor wir jetzt aber in der Liga weitermachen, Heimspiel in der Euroleague gegen Wolfsburg. Wir können auch noch ins Euroleague-Finale kommen. 2-2 im Hinspiel. Es ist alles möglich. Und wir gehen rein. Let's go, Mann. Halbfinale in der Europa League und im Aufeinandertreffen dieses Halbfinals 2 deutsche Mannschaften. Der FC Schalke 04 in der heimischen Felddienstarena spielt gegen den VfL Wolfsburg. Beide Mannschaften haben sich ja kurioserweise in den letzten 10 Tagen 3-mal jetzt duelliert. Das hier ist das 3. Duell, nachdem man in der Liga und im Hinspiel der Europa League schon gespielt hat. Das Hinspiel, Sie sehen es hier, ist 2-2 ausgegangen. Beide Mannschaften sind einen schweren Weg bis in das Halbfinale gegangen. Die Schalker ja unter anderem den FC Chelsea rausgekegelt. Beide Mannschaften wollen natürlich ins Finale der Europa League kommen, denn das ist der leichteste Weg in die Champions League. Im nächsten Jahr die Schalker ja aktuell im Kampf um die Meisterschaft mit dem FC Bayern München. Schicken die erste Elf auf den Rasen. Martinez, Draxler, Raman, das spricht für viel Offensivpower. Die Wolfsburger im typischen 4-3-3. Neuzugang und Kapitän Juan Mata führt die Mannschaft in diesem System auf das Feld. Im Sturm baut Weghorst natürlich die erste Anlaufstelle. Wir springen in die 4. Spielminute und da sind direkt die Schalker mit Esposito und Julian Draxler. Der versucht es das erste Mal außer Distanz. Hat er ja schon so häufig diese Saison bewiesen, dass er da wirklich stark ist. Dann Juan Mata ebenfalls außer Distanz. Nach einer Freistoßmöglichkeit kommt hier aber nicht zum Erfolg. Dann wieder die Schalker. Draxler, Martinez, es funktioniert sehr gut. Und dann Joseph Martinez. 23. Minute, aus knapp 11 Metern trifft er den Ball hier einfach mal überhaupt nicht. Aber den Pass, den spielt er richtig gut. Joseph Martinez, Benito Raman vor Castells, will ihn rüberschippen und dann klärt Brooks. Und dann ist es am Ende nochmal Kuhn Castells. 48. Spielminute, die Wolfsburger mit Gila Vogie. Da ist sehr viel Platz und Alex Nübel
hält nur einmal, hält nicht zweimal, 50. Spielminute, 1:0 für die Wölfe, die stand jetzt weiter wären und damit im Finale der UEFA Europa League. Die Schalker da hinten einfach überhaupt nicht gut gestaffelt. Da fehlt es einfach völlig an der Ordnung und dann ist es ein leichtes. Gilavogi kann lange schauen, kann sich die Anspielstation aussuchen. Dann ist es erst Nübel, der den Ball stark parieren kann. Aber beim zweiten Versuch ist der Schalker Keeper machtlos. Wie reagieren die Schalker? Das ist Weston McKennie, der bringt den Ball außen auf Philipp Max. Und Philipp Max, der hat eine Idee, denn da ganz hinten kommt Benito Raman, der spielt ihn in die Mitte. Und dann ist es ein wunderbar herausgespieltes Tor der Schalker, die stand jetzt im Finale der Europa League stehen würden durch die Auswärtstorregel. Joseph Martinez setzt alles auf Null in diesem Spiel mit dem 1:1 Ausgleichstreffer. Und das war wirklich wunderbar gespielt. Philipp Max lässt sich hier viel Zeit, wartet lange und sieht dann den guten Laufweg von Benito Raman und dann ist es Joseph Martinez, der in der Mitte am handlungsschnellsten ist. Johan Anthony Brooks kommt da nicht hinterher. 1:1 Schalke und das freut ihn natürlich, den Trainer Simon Broski. Danach Eckball Wolfsburg, 68. Minute, die kommt gefährlich und dann ist es der Kopf von Wout Weghorst, der hier den Einschlag verhindert. Aber dieser Wout Weghorst, der sollte gleich nochmal gefährlich werden. Aber Alex Nübel hat da die Finger im Spiel. Und auf einmal Druckphase. Wolfsburg! 82. Minute. Ein bisschen aus dem Nichts. Denn beide Mannschaften hatten sich zuvor neutralisiert. Und dann ist es der Mann mit der Nummer 18. Groninger, der hier die Wölfe zur Führung schießt. 2:1. Auswärtstreffer für den VfL Wolfsburg. Ein ganz, ganz wichtiges Tor. Denn sollte Schalke jetzt nochmal ausgleichen, würde es erstmal in die Verlängerung gehen. Das war stark gespielt der Wölfe und wieder nicht gut verteidigt von den Schalkern, die jetzt nochmal nach vorne kommen wollten. Philipp Max, letzte Möglichkeit und dann war es vorbei. 90 Minuten gespielt, der VfL Wolfsburg im Finale der Euroleague. Ja, damit sind wir zurück im Liga-Alltag. Euroleague-Halbfinale, ne? Euroleague-Halbfinale gegen Wolfsburg. No disrespect an Wolfsburg, aber wie viel da sind die? Siebter. Oh, ey, ihr könnt euch ehrlich nicht vorstellen, wie gerne ich ins Euroleague-Finale gekommen wäre, ne? Aber Bayern hat gechoked! Bayern hat gechoked! Bayern hat gechoked! Bayern hat gechoked! Gegen wen? Ehre! Die haben einfach 1:1 in Bremen gespielt! Ey, wenn wir jetzt gewinnen... Ey, ich darf's noch nicht aussprechen. Ich darf's wirklich noch nicht aussprechen. Wir müssen ein bisschen rotieren, weil, ja, hat leider Fitness gekostet. Okay, bisschen rotiert ist... Passt aber. Der Einzige, der tot ist, ist Kenny. Grüße gehen raus in Caligiuri mit dem Schienbeinbruch. Come on, Boys. Come on. Komm schon. Ich hab nicht viel rotiert. Wir brauchen eigentlich sogar nur einen Punkt. Eigentlich brauchen wir nur einen Punkt. Dann können wir es am letzten Spieltag völlig aus eigener Leistung schaffen. Leute. Ey. Bitte nicht. Bitte nicht choken. Sterner, komm schon, Junge. Mach noch einen, setz noch einen hinterher, setz noch einen hinterher, setz noch einen hinterher, setz doch noch einen hinterher. Alter, wir gehen punktgleich mit den Bayern ins letzte Spiel. Also wenn wir gewinnen, sind wir safe Meister. Wir müssen eigentlich nur gewinnen. Wir spielen zu Hause gegen Leverkusen, Bayern auswärts in Stuttgart. Tordifferenz haben die plus 31, wir plus 36. Wir müssen nur gewinnen gegen Leverkusen. Ey, guckt euch das mal an, das ist komplett krass. Und Leverkusen ist Dritter. Ah, oh, wie viel da ist Stuttgart? Natürlich spielt Bayern beim 15. Ey. Halt's Maul. Männer, wir starten in die wichtigste Woche seit allem. Seit, weiß ich nicht. Es ist die wichtigste Woche. Es gab bis jetzt noch keine wichtige Woche. Wer schreibt mir hier, ja, Spieler gesperrt. Suat Serdar hat sich für die Mannschaft geopfert, hat reingekloppt, kann letztes Spiel nicht zocken. Juan Miranda, ist scheißegal. Du hörst auf zu heulen, wenn wir Meister werden. Glaub mir. Männer, schaut euch das an. Was in den letzten 2 Jahren hier für eine Mannschaft zusammengewachsen ist. Guckt euch das an. Der FC Schalke 04 hat die Möglichkeit, aus eigener Kraft am letzten Spieltag Meister zu werden. Mit diesem geilen Team. Wir gehen rein. Let's go.
Bundesliga, 34. Spieltag und damit herzlich willkommen zum letzten großen Akt in dieser Saison. Herzlich willkommen zur Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Bayern 04 Leverkusen. Absolutes Top-Duell und heute kann Historisches geschehen. Die Schalker könnten heute die Meisterschaft in der heimischen Veltins-Arena feiern, wenn man denn im Fernduell sich gegen den großen FC Bayern durchsetzt. Das ist der Stand der Dinge. Beide 74 Punkte, die Schalker mit der besseren Tordifferenz. Heißt, der FC Bayern München muss definitiv auf einen Patzer der Schalker hoffen. Zum zweiten Jahr in Folge heißt es für den Rekordmeister bangen, zittern und hoffen, am letzten Spieltag noch die Meisterschaft zu gewinnen. Letztes Jahr hat es noch geklappt. Mal gucken, wie es in diesem wird. Pünktlich zur Aufstellung sind wir zurück in Gelsenkirchen. Schalke wie gewohnt im 4-2-3-1-System und das könnte sie also sein. Die Schalker Meisterelf. Noch gilt's aber erstmal 90 Minuten abzuliefern. Martinez und Draxler, auf die beiden wird man natürlich bevorzugt schauen, denn die zerschießen ja momentan die Bundesliga gefühlt nach Belieben. Leverkusen mit einem 4-3-3, Sinkgraben, Bender, Rugani, Florenzi in der Viererkette. Davor Awa, Aranguiz und Demir Bay. Und dann ganz viel Pace in der Spitze mit Konoplyanka, Williams und Bellarabi. Wir gehen rüber in den Borussia-Park nach Gladbach. In Gladbach wird jetzt gleich angestoßen und damit ein herzliches Willkommen aus dem Borussia-Park. Borussia Mönchengladbach trifft heute auf RB Leipzig. Es ist das Duell des 11. gegen den 12. Zwei Mannschaften, die dieses Jahr den eigenen Erwartungen gar nicht gerecht werden konnten, aber jetzt nochmal den Fans beweisen können, dass sie doch richtig guten Fußball spielen können. Und auch in Dortmund rollt der Ball im Signal Iduna Park. Dortmund gegen Union Berlin und direkt mal hier mit dem Vorstoß auf der rechten Seite abgewehrt. Und das ist Delaney und er macht so ein Ding. Mit so einem Tor können wir in die Bundesliga-Konferenz starten. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ich wollte gerade damit anfangen, dass auch mit dem 7. Tabellenplatz die Erwartungen überhaupt nicht gerechtfertigt werden. Und dann kommt hier Delaney mit was für einem Tor. Tor des Jahres? Fragezeichen. Wahnsinnsabschluss, Volley genommen das Ding in die rechte Ecke. Keine Chance für den Schlussmann der Berliner. Und damit steht es hier 1-0. Und hier bei Hertha heißen wir sie auch herzlich willkommen. Und da ist direkt ein spontaner Angriff über die linke Seite. Ja, ihr kennt meine Stimme. Hier bin ich, eure Hertha-Champ von Hertha TV. Und das gibt eine rote. Ich weiß ja nicht, warum der Schiri hier so milde reagiert. Aber das geht direkt weiter. Es ist heute ein spannendes Spiel gegen Düsseldorf. Angstgegner der Bundesliga nach dem... Auch in Köln rollt der Ball bis jetzt ein sehr zerfahrenes Spiel. Für den VfL Wolfsburg geht's noch um die Europa League Quali. Minimale Chancen können sich die Wölfe da noch ausrechnen. Jetzt über den rechten Flügel. Steffen sucht den Ball in die Mitte. Aber das ist kein Problem für die Kölner Abwehr, diesen Ball zu beseitigen. Wir schauen mal nach Mainz. Auch in Mainz sind noch keine Tore gefallen. Die Roten müssen hier unbedingt gewinnen, um noch eine Chance auf den Ligaverbleib zu haben. Bis hierhin passiert hier aber chancentechnisch rein gar nichts. Willkommen in Hamburg. Hier trifft der Hamburger Sportverein auf den SV Werder Bremen. Nordderby ist angesagt und die Hamburger als Tabellenletzter bereits abgestiegen, können es hier aber bei den Fans nochmal gut machen. Mit einem Sieg gegen den Erzrivalen. Schauen wir mal. Tor in Stuttgart. Die Münchner mit dem Vorteil im Kampf um die Meisterschaft. 22. Minute. Es ist Rafa mit dem 1-0 für den Rekordmeister. Und da jubeln sie natürlich alle gemeinsam, denn sie wissen, zum derzeitigen Standpunkt ist der FC Bayern München deutscher Meister. Wir sehen es hier, Coman mit dem Ball in die Mitte und Rafa schleicht sich da am Verteidiger vorbei, zwingt den Ball förmlich ins Tor und bringt die Münchner in Führung und damit sind sie tatsächlich erstmal im Vorteil. Die Bayern führen also in Stuttgart und das bedeutet große Ernüchterung hier in Gelsenkirchen, denn Ortszeit ja ca. 15.50 Uhr hier auf Schalke. Die Bayern wären Stand jetzt neuer deutscher Meister. Schalke, das ist aber das Positive, hat alles selbst in der Hand. Ja, ich dachte nicht, dass hier nochmal hingeschaltet wird, nachdem ich letztes Mal so frech weggeschaltet wurde. Aber Davy Selke kann natürlich Tore schießen, das ist 1-0 gegen Düsseldorf, Weltverein. Mir wurden hier gefälschte Dokumente von Gamer Brother vorgelegt, dass Hertha anscheinend Sechster sein soll und Schalke Erster. Das kann ich so aktuell leider nicht glauben. Hertha hat laut meinen Informationen somit die Tabellenspitze übernommen mit diesem schönen Treffer. Und bevor ich hier wieder absolut unverständnisvoll
weggemutet wäre, bedanke ich mich. Tor auf Schalke, 1:0 für S04 Esposito. Trifft für Schalke und wird damit Stand jetzt zum Schalker Meisterheld. Alles natürlich doch mit Vorsicht zu genießen, aber der erste Schritt ist getan für die Schalker. Wunderbar von Martinez durchgesteckt. Und dann ist es ein leichtes vorbei an Radetzky zum 1:0. Schalke also momentan wieder punktgleich mit den Bayern und aufgrund des besseren Torverhältnisses deutscher Meister. Tor in Frankfurt. In der 26. Spielminute trifft Dani da Costa zum 1:0 gegen TSG Hoffenheim. Die befinden sich auf dem 4. Platz und werden somit nächstes Jahr in der Champions League auftreten. Und diesen Platz werden sie sich definitiv nicht mehr nehmen lassen. Nach oben klettern auf den 3. Platz können sie auch nicht aufgrund des Torverhältnisses. Aber Dani da Costa, Traumtor. Und ich würde sagen, wir gehen rüber zum VfB Stuttgart. Dort geht es um die Meisterschaft. Und hier das Ganze nochmal aber in der Wiederholung. Und jetzt gehen wir rüber zum VfB. Auch in Stuttgart hat man lautstark den Führungstreffer der Schalker empfangen und jetzt bleibt den Münchnern eigentlich nur noch eins übrig, denn wenn das Ganze hier so bleibt, dann müssen die Stuttgarter irgendwie aus dem Stadion geschossen werden. Die Tordifferenz spricht nicht für die Bayern, aber vielleicht ein Kantersieg, der nicht unbedingt unmöglich ist. Zurück zu dir, Manni. Hier passiert nicht viel. Nenn die Skimp beim Namen, wenn ich noch einmal einfach weggeskippt werde, dann war das das letzte Mal, dass ich das hier mache. Auch wenn Hertha einen ganz schönen Angriff gerade reinstartet, das ist wunderschön. Ja, es ist wunderschön und der sitzt noch. Der muss sitzen und da ist das Tor. Tor, Tor für Hertha. Eieiei. Eieiei. Und diesmal werde ich nicht weggedrückt. Zurück zu dir, Manni. Ach nee, da kommt erstmal die Wiederholung, ne? Ja, wundervoll gespielt. Trick. Tor in Frankfurt. Yusuf Paulsen trifft zum 1:1 unentschieden in der 33. Spielminute. Yusuf Paulsen, ein überragender Stürmer. Der Däne ist vor dem Tor einfach nur eiskalt. Und was höre ich da? Auf Schalke soll was passiert sein. Tor auf Schalke. 1:1. Bellarabi trifft mitten rein ins Schalker Fußballherz. Wahnsinn. Wunderschönes Tor von Karim Bellarabi, wir werden es gleich nochmal in der Wiederholung sehen und das bedeutet momentan nach 34 gespielten Minuten auf einmal wieder Bayernmeister. Was eine Bundesliga-Konferenz hier und heute am 34. Spieltag. Tore en masse und Spannung pur in der Meisterfrage. Da haben wir nochmal die Entstehung, bisschen unglücklich aus Schalker Sicht und dann Bellarabi, Mamma Mia, was ein wunderschönes Ding per Fallrückzieher. Links vorbei aus Sicht von Nübel und damit also die Leverkusener mit dem Ausgleich. Die Münchner hier in Stuttgart hätte man nach diesem Ausgleichstreffer definitiv mal hören müssen. Aber die Münchner sind jetzt selber in Schwierigkeiten. Gonzales gegen Neuer, der seine Mannschaft hier noch beim 1:0 hält. Mainz geht in Führung. Der Torschütze heißt Mateta, die Nummer 9. Die Führung von Bayern gegen Stuttgart kam hier natürlich schon richtig gut an im Stadion. Und jetzt noch dieses Tor. Aktuell würde es für Mainz zum Klassenerhalt reichen. Aber was war das für ein schlimmer Fehler da im Spielaufbau von Freiburg? Für die geht's zwar um nichts mehr, aber das wird ihnen überhaupt nicht schmecken. Trotzdem richtig starker, trockener Abschluss von Mateta. Tor in Gladbach und es sind die Fohlen mit dem 1:0. Zakaria mit dem trockenen Abschluss, 38. Spielminute und die Gladbacher mit dem 1:0 sind ja punktgleich mit RB Leipzig und können jetzt vorbeiziehen, nochmal auf vielleicht einen einstelligen Tabellenplatz. Schöne Flanke und dann Zakaria nimmt den direkt, trifft den perfekt. Und dann hat Gulaschi im Tor gar keine Chance. 1:0 für Gladbach. Tor in Köln und die Gäste treffen. Maxi Arnold für die Wölfe und es hat sich angedeutet. In den letzten Minuten Wolfsburg ganz klar überlegen. Die Kölner sind gefühlt schon auf Mannschaftstour auf Mallorca. Die haben ja Europa schon in der Tasche. Und das ist ein sehenswerter Treffer. Wir schauen nochmal drauf. Der Ball wird wunderbar abgelegt. Maxi Arnold mit dem linken Fuß außerhalb vom 16er. Furztrocken. Für diese Schüsse ist er bekannt. Und hier hat Timo Horn aber gar keine Chance, diesen Ball zu parieren. Weiterhin 1:0 für die Gastgeber aus Dortmund. Aber danach kam nicht sonderlich viel von den Dortmundern, denn viele individuelle Fehler haben bis jetzt das Spiel geprägt. Dadurch kommt Union zu Chancen, wie zum Beispiel durch Mees. Noch nicht vorbei die Szene. Wird dann doch geklärt zur Ecke. Aber hier sieht man deutlich,
Schön getroffen, der Ball, und eine Wahnsinnsparade auch hier. Das ist nicht das Dortmund diese Saison, was wir eigentlich in den letzten Jahren gekannt haben. Zurück in Gelsenkirchen mit dem Freistoß für Leverkusen. Demir Bay an den kurzen Pfosten, aber geklärt von S04. Und damit die Kontermöglichkeit über Julian Draxler am ersten Gitter vorbei. Sieht McKennie, oben ist Max und er hat ganz viel Grün vor sich. Max nochmal rübergelegt, Esposito wieder Max. Und dann rutscht er ihm über den Fuß. Harit holt sich nochmal den Ball. Mittlerweile die 44. Minute hier auf Schalke. Es wird wahrscheinlich eine der letzten Aktionen hier sein im ersten Durchgang. 1:1 der Spielstand. Stand jetzt reicht das nicht, um es aus eigener Hand zu schaffen, nämlich Meister zu werden. Historisches zu schaffen für die Schalker. Wir gucken, wie lang gibt es Nachspielzeit? 3 Minuten obendrauf. Und Schalke spielt so ein bisschen im Handballstil um den gegnerischen 16er. Da ist Harit auf Draxler und er macht ihn! 2. Minute der Nachspielzeit. Julian Draxler mit der Führung für Schalke. Und damit wäre man Stand jetzt dann doch wieder deutscher Meister. Was ein Tor für Draxler. 18 Meter vor dem Tor. Zentral zieht er ab. Radetzky ohne Chance an diesen Ball ranzukommen. Und somit also die erneute Führung für den FC Schalke 04. Was für eine verrückte Konferenz. Wir gehen nach Stuttgart. In Stuttgart schreiben wir mittlerweile die 3. von 2 nachgespielten Minuten. Die Münchener müssen sich irgendwas einfallen lassen. Das Torfestival, es fehlt bisher, Führung schön und gut, aber das bringt dir leider Gottes am heutigen Spieltag nicht die Meisterschaft, und das war's mit der ersten Halbzeit. Wir sind wieder die Ersten im zweiten Durchgang. In Mönchengladbach wird schon wieder gespielt. Leipzig jetzt in der zweiten Hälfte von links nach rechts läuft hier einem 1:0 Rückstand hinterher, nachdem Zakaria für die Fohlen getroffen hatte. Die Gladbacher und die Leipziger, für beide geht es nicht mehr um viel, aber beide wollen sich nochmal beweisen. Ähnliche Situation hier in Hamburg. Der HSV bereits abgestiegen, der SV Werder Bremen auf Platz 9. Solide mit dabei in dieser Saison, für die geht es auch nicht mehr um viel. Euroleague ist außer Reichweite, HSV abgestiegen. Ich würde sagen, wir springen weiter zum nächsten Spiel. Platzverweis in Gelsenkirchen. Harit zieht gelb-rot und das ist ultra bitter für die Schalker. 40 Minuten in Unterzahl, wir sehen's. Das geht absolut in Ordnung. So darfst du nicht in den Zweikampf gehen, wenn du bereits die gelbe Karte gesehen hast. Schalke jetzt mit einem Mann weniger. 2:1 Führung gegen Leverkusen und noch eine Menge Zeit auf der Uhr. Zur Erinnerung, Schalke braucht den Sieg, um es aus eigener Kraft zu schaffen. Wenn nicht, muss man auf Schützenhilfe aus Stuttgart hoffen. Wahnsinn, was hier an diesem letzten Spieltag schon wieder passiert. Schalke jetzt aber mit der Chance über die rechte Seite. Kenny legt den rüber. Draxler könnte den durchstecken, aber verliert ihn erstmal. In Stuttgart könnte es jetzt eine gefährliche Szene geben. 57. Minute. Eckball kommt in die Mitte. Wird geklärt von Manuel Neuer. Da ist Askasiba mit dem Ball auf die Davi und der feuert einfach mal ab. Und wieder rettet Manuel Neuer seine Mannschaft. 58. Minute und so langsam aber sicher wird der Druck der Stuttgarter immer größer und größer. Die Münchener in Problemen. Die nächste Ecke, 59. Minute, das ist Marc-Oliver Kempf mit was für einem Kopfball. 59. Minute und das ist der Ausgleich für den VfB. Für die mag es kaum nichts mehr gehen, aber trotzdem will man hier Fußball spielen und Marc-Oliver Kempf mit einem Wahnsinnskopfball. Die Stuttgarter Fans freuen sich natürlich auch darüber, der Ausgleich gegen den Rekordmeister. Und was war das bitte für ein wuchtiger Kopfball hinterm Elfmeterpunkt? Aber eiskalt versenkt Marc-Oliver Kempf mit dem Ausgleich. Tor in Köln! Die Gäste legen nach! Robin Knoche! Ja, wie soll er das Tor gemacht haben? Ganz klar. Nach einer Ecke. Tiefschlaf in der Kölner Abwehr. Gar kein Problem für Robin Knoche. 2:0 für Wolfsburg. In Mainz ist was passiert. Herr Jemine, Mainz verschenkt die Führung. Freiburg stürzt Mainz damit in die absolute Existenzkrise. Noch dazu der Ausgleich von Stuttgart gegen Bayern. Wenn es in Stuttgart so bliebe, bräuchte Mainz für den Klassenerhalt hier einen Sieg mit mindestens 2 Toren Abstand. Und nach diesem Treffer hier sieht's danach nicht mehr wirklich aus. So! Auf Schalke, 2:2, die Bayern kassieren den Ausgleich gegen Stuttgart und Leverkusen gleicht jetzt auch aus. Völlig verrückte Bundesliga, Stand jetzt Schalke weiterhin
deutscher Meister, weil die Bayern es nicht hinbekommen, in Stuttgart zu gewinnen. Da ist die Aktion nach der Ecke die Möglichkeit für Leverkusen und dem hierbei mit dem 2:2. Schalke ein Mann weniger. Das können noch ganz, ganz heitere 30 Minuten werden. Jetzt liegt wieder alles in der Hand des Rekordmeisters. Da muss doch irgendwas kommen. 67. Minute. Thiago hier mit dem Pass Partey ab. Und vielleicht jetzt mal Kingsley Coman. Starkes Dribbling und das ist das Tor. 68. Minute. Kingsley Coman könnte hier vielleicht die Meisterschaft für den FC Bayern bringen. 68. Minute. Coman mit dem 2:1. Und Bayern damit wieder Meister. Tor in Mönchengladbach und die roten Bullen, die heute in Schwarz spielen, kommen zum Ausgleich und lassen hier die Kritiker verstummen. 1:1 im Borussia-Park. Tor. Axel Witzel machte das 2:0 in der 70. Spielminute für Borussia Dortmund. Sie können es ja doch noch. Das kam relativ unerwartet. Viele individuelle Fehler haben das Spiel, wie gesagt, schon geprägt. Aber hier machen sie es mal wieder richtig gut. Kombinationsspiel. Wunderschön zurückgelegt und Axel Witze damit der Direktabnahme zum 2:0. Und in Stuttgart geben sich die Hausherren nicht auf. Das ist Gomez über die linke Seite. Insua jetzt mit der Flanke. Das ist González und das ist der Ausgleich. 74. Minute, Stuttgart gleicht aus. Die Münchner geschockt. 74. Minute und man lässt es wieder so einfach aus der Hand gehen. Das ist viel zu leicht gemacht. Einfach eine Flanke. Der Kopfball von González, der vor Sanchez an den Ball kommt. Das ist der Ausgleich. Und die Münchner damit wieder in Schwierigkeiten. Was geht denn da bitte in Stuttgart ab? 2 Tore und wir waren noch nicht mal hier. Erst die Bayern mit der Führung und dann der Ausgleich. Jetzt der Dreifachwechsel bei Schalke. Raman, Di Santo und Matondo. Für Esposito, Mascarell und McKennie heißt nochmal volle Röhre. Aus Sicht von Simon Broski, dem Trainer vom FC Schalke 04. 2:2 in Stuttgart, 2:2 auf Schalke. Jeweils 4 Tore, hier sogar noch der Platzverweis. Verrückte, verrückte Bundesliga. Wir gehen rein, die letzten 15 Minuten an diesem 34. Spieltag. Schalke da in der Defensive mit der Balleroberung. Kommen gleich mal über Raman, der sieht Max auf der linken Seite. Möglichkeit, vielleicht hier in Führung zu gehen. Abgelegt, Kenny, der sieht Martinez und der mit dem Schüsschen. Tor in Köln. Und ja, Sie sehen richtig, meine Damen und Herren, der FC trifft. Die melden sich von der Happy Hour zurück. Marco Höger. 1:2, der Rückstand verkürzt, aber in Hamburg ist auch was passiert, wir schalten direkt rüber. Tor in Hamburg für den SV Werder Bremen, im Nordderby geht Werder in Führung, das wird den Hamburgern nicht gefallen. Letzter Spieltag, letzter Platz und dann die Niederlage gegen den SV Werder Bremen, Stand jetzt zumindest. Es steht 1:0, lange mussten wir warten auf den ersten Treffer, doch das Tor war richtig sehenswert. Davy Klaassen mit einem Kopfball aus knapp 16 Metern, das sieht man auch nicht alle Tage, wie er den im rechten oberen Toreck verwandelt. Das ist unfassbar stark gemacht und das wird wahrscheinlich die Entscheidung sein, denn hier geht absolut gar nichts. Die Hamburger also auf dem besten Weg, sich hier wirklich sang- und klanglos aus der ersten Liga zu verabschieden. Das Nordderby scheint wohl verloren zu sein. In Gladbach ist es relativ ruhig, beide Mannschaften neutralisieren sich aktuell. Für beide Mannschaften geht es eigentlich um gar nichts mehr, sowohl nach oben als auch nach unten ist nichts mehr möglich. Trotzdem möchte man natürlich am letzten Spieltag den Fans nochmal was bieten. Wir gehen jetzt aber erstmal auf einen Platz, wo es spannend ist. Wir gehen rüber nach Stuttgart. Ganz so spannend muss man sagen, ist es hier gerade zumindest noch nicht. 81. Minute, die Bayern haben gerade einmal noch 10 Minuten Zeit, um irgendwie in Führung zu gehen. Jedoch wirkt es nicht so, als hätte irgendjemand bei den Münchnern den großen Masterplan zum Führungstreffer. Schlussphase in der Fußball-Bundesliga. Die letzten 9 Minuten, weiterhin 2:2 der Spielstand hier auf Schalke. Weiterhin der FC Schalke 04 momentan deutscher Meister. Was eine Spannung und was eine Kontermöglichkeit jetzt für Leverkusen. Überzahlspiel. Bellarabi mit der Flanke, die ist gut. Bailey an die Latte. Situation aber noch nicht geklärt. Nochmal Bailey. Bringt den rein. Bender macht den. 84. Minute und es wird ruhig in Gelsenkirchen. Lars Bender mit dem 3:2 für Leverkusen. Und das ist jetzt ganz, ganz bitter für alle Schalker-Fans, denn damit wäre momentan die Meisterschaft futsch. Kurz vor knapp macht Bender hier das Tor. Schalke muss jetzt reagieren.
Hier in Stuttgart kann sich der Rekordmeister aber wenig über diese Führung freuen, denn man ist selber wirklich in extremer Not und die Stuttgarter pochen auf den Sieg. Tor in Frankfurt. Amiri trifft zum 2:1. Sie haben das Spiel gedreht und der Ex-Leverkusener sorgt womöglich im letzten Spiel der Bundesliga-Saison für den Auswärtssieg. Aber liebe Zuschauer, wir geben weiter nach Gelsenkirchen. Wahnsinn, einfach nur der Wahnsinn. Dieser 34. Spieltag, die letzten Minuten. Schalke im Vorwärtsgang, Schalke mit dem Hang zur Verzweiflung. Da ist Julian Draxler und er macht ihn. 88. Spielminute. Schalke mit einem Mann weniger und Schalke durch Draxler mit dem 3:3 wird er der Meisterheld. Stand jetzt S04 wieder deutscher Meister. Das gibt es doch nicht. Diese Schalker stecken hier auf und Draxler mit dem wunderschönen geschnibbelten Ball ins lange Eck. Keine Chance für Radetzky. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Schalke 2 Minuten vor Ende. Durch Draxler zum 3:3 Ausgleichstreffer. Das ist unfassbar. 16. Treffer für Draxler. Jetzt heißt für Schalke noch die letzten Minuten hier überstehen. Tor in Stuttgart. Game over für München. 89. Minute, die Nachspielzeit, sie bricht gleich an. Und es ist Gonzalo Castro mit der Führung für den VfB Stuttgart. Wahnsinn, was für eine Partie. 5 Tore und der Siegtreffer am Ende für den Außenseiter, der die Meisterschaftshoffnungen der Münchner vollkommen begräbt. Die Flanke einfach nur lang nach vorne und Castro mit dem Tor. Platzverweis in Gelsenkirchen, das hältst du doch nicht mehr aus. Die 2. gelb-rote Karte, diesmal trifft's Matondo. Eingewechselt worden, fliegt mit Gelb-Rot in der 90. Aber Stand jetzt wird's ihm egal sein. Bayern liegt hinten gegen Stuttgart, hier steht's 3:3. Schalke mit ganz, 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 ganz guten Karten jetzt, das Ding über die Zeit zu bringen und deutscher Meister zu werden. Es ist nicht auszuhalten. 6 Tore, 2 rote Karten. Was ein letzter Spieltag zwischen Bayer 04 Leverkusener und dem FC Schalke 04. Und die Schalker nochmal im Vorwärtsgang mit dem langen Ball auf Rahman. Der hat Platz, der hat Zeit, der flankt und da ist Martinez. 4:3 oder auch nicht. Abseitsposition. Schiedsrichter zeigt die Abseitsposition an, beziehungsweise der Linienrichter hebt die Fahne. Wir gucken nochmal drauf und das dürfte richtig sein. Flanke von Rahman, da haben wir es. Und Martinez hinten in der verbotenen Zone. Weiter 3:3. Schlusspfiff auch in Hamburg. Der HSV abgestiegen als letzter war bereits bekannt. Und jetzt noch die Niederlage gegen den SV Werder Bremen. Das tut richtig weh. In Gelsenkirchen laufen die letzten Sekunden und jetzt ist Schluss. Der FC Schalke 04 ist neuer deutscher Meister durch ein 3:3 gegen Bayer 04 Leverkusen. Hier hält es jetzt keinen mehr. Wahnsinn, Schalke schafft das Undenkbare und holt sich den Titel. Die Fans, sie hält es nicht mehr auf den Rängen. Ich werd bekloppt. Schalke, deutscher Meister. Was hat dieser Trainer, was hat Simon Broski nur aus diesem Verein, aus dieser Truppe geformt? Es ist unfassbar. Schalke im heimischen Stadion deutscher Meister. Und wir hören es im Hintergrund. Die Campiones-Gesänge, die werden angestimmt. Wahnsinnige Leistung von Schalke. Wahnsinnige Leistung vom ganzen Verein. Und Nübel, der Kapitän, der wird jetzt gleich dieses Ding hier in die Höhe stemmen dürfen. Der Capitano mit der Meisterschale. Glückwunsch an Schalke an dieser Stelle. Und gleich ist es soweit. Und ich würde sagen, ich halte mal kurz die Klappe und wir genießen diesen Moment. Also, Glückwunsch an Schalke. Was eine unfassbare Saison. Man setzt sich am letzten Spieltag dramatisch durch gegen den FC Bayern München, die im Fernduell gegen Stuttgart es nicht hinbekommen haben, einen Sieg zu holen. Denn das nochmal als Erinnerung. Hätten die Bayern in Stuttgart gewonnen, dann wären die Bayern deutscher Meister. Schalke ja nur mit dem Unentschieden bei Punktgleichheit am Ende ein bisschen auf Schützenhilfe angewiesen und Stuttgart tut den Gefallen und macht damit Schalke auch so ein klein wenig mit zum deutschen Meister. Wahnsinnige Bilder hier in Gelsenkirchen. Die Mannschaft feiert, die Fans feiern und das wird wahrscheinlich nicht nur im Stadion der Fall sein, sondern das wird dann im Laufe des Abends im ganzen Ruhrpott weitergehen. Es hört hier nicht mehr auf. 3:3 am letzten Spieltag, der FC Schalke 04
ist damit deutscher Meister. Und natürlich gibt es auch nochmal das wunderbare Bild, ein historisches Bild für alle Schalker-Fans. Die Schale, die Mannschaft, nur der Trainer fehlt. Schalke, neuer deutscher Meister. Ich würde gerne mal aus Berlin ganz kurz bei der Meisterschaftsfeier stören. Ich wollte nur kurz sagen, das war das letzte Mal, dass ich hier kommentiert habe. Ich fühle mich brutal verarscht. Erst werde ich hier dauerhaft ausgeblendet und dann kriege ich nur dreimal Spielzeit. Nicht mit mir. Ciao. Von hinten lauert Andersen angelegt, der schießt. Tor! Tor! Tor durch die Mauer durch! Ich freue mich natürlich sehr, jetzt das Traineramt des FC Schalke 04 übernommen zu haben. Scheiße, geilste Club der Welt! Deutscher Meister ist nur der S04. Schalke 04. Jeder geht danach. Hallo? Hallo? Ja? Ja, natürlich! Morgen, mit dem Aufsichtsrat. Ja, 9 Uhr den Termin. Schreib mal ein, ja. Können Sie uns schon was sagen, worum es... Okay, ja, tschüss. Jeden Tag und jede Nacht singen wir mal wieder blau-weiße Lieder, weil's uns glücklich war. Zweiter Tag. Meister Ole. Ah, ja, was gibt's denn? Guten Tag erstmal, ne? Ja. Herr Broski, Gratulation, deutscher Meister. Ja, das war wirklich... Kannst du dir ausdenken, ne? Letzter Spieltag gegen die Bauern, ey, geil. Ja, was steht denn an? Sagen Sie mal. Und zwar wegen dem Draxler-Deal. Da gab es ja damals bei der Einfädelung Probleme, ja, richtig? Ja, liegt ja in der Vergangenheit halt. Der Kerl hat da immer irgendwelche Spieler geholt für mich. Hat ja auch am Ende funktioniert. Der Draxler war ja ein guter Deal. Ja. Vielleicht ein bisschen teuer, aber ne, das darf man ihm auch nicht verübeln. Ja. Ich meine, ich stand, wissen Sie ja, vor allem mich ja gut verteidigt hier vor Gericht. Aber der ist, ich sag mal, ja, privat, das ist wirklich ganz, 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 ganz unterste Schublade. Also wenn Sie sagen, es ist nicht Ihre Schuld? Ja. Ja, Herr Broski, haben Sie mal in den Vertrag von Draxler reingeguckt oder was? Ja, wir müssen den Verein abmelden. Wir haben die 50+1-Regel gebrochen. Die 50+1-Regel? Ja, ich weiß nicht, wer den Vertrag da macht. Verein abmelden? Ja, Meisterschaftsprämie. Dem gehören 52% vom Verein jetzt. Ja, aber da kann ich doch nichts für. Ist doch gerade gesagt, wenn der da irgendwelche Spieler aus Kunterbund einkauft, mit irgendwelchen komischen Klauseln... Ja, Herr Broski, ich weiß nicht, wen Sie da die Arbeit da machen lassen. Aber so können wir doch nicht mehr zusammenarbeiten. Sie sind gefeuert. Ich bin Meister geworden. 60 Jahre lang habt ihr das hier nicht hinbekommen. Ich komme hier hin, zweites Jahr direkt Meister. Ihr wollt mich rausschmeißen? Der Verein ist in Ruin. Weil der Typ irgendwelche Scheiße da reinschreibt? Ja, sie sind mit sofortiger Wirkung entlassen. Der Verein ist am Ende. Ist ja wohl ein Witz. Ist ja wohl ein Witz. Herr Broski, wir bedanken uns für die erfolgreiche Arbeit, aber wir haben gerade ganz, ganz gravierende Probleme hier zu bewältigen. Das müssen Sie verstehen.
Bitte nehmen Sie Ihre Sachen. Sie sind mit sofortiger Wirkung entlassen. Der Neue hier. Ich will auf jeden Fall ein Spiel gewinnen. Ja, wir werden auf jeden Fall angreifen. Also es werden hoffe ich 11 Leute auf dem Platz stehen, mit denen wir in die Spiele gehen. Ja, das... Schalker siegen sehen.
Stärke nie untergehen. Es kamen Stunden, graue Tage, das Königsblau war leicht verblasst und manche leise, bange Fragen.